Plastik. Utopia. Fantastica. Herzlich willkommen zu Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mesputin an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos. Und normalerweise stelle ich euch ja Bücher vor. Normalerweise. Denn heute habe ich euch ein kleines Special mitgebracht. Nun ja, klein, wie man sieht. Denn am 13.03.2014, das hatte ich ja schon in der letzten Episode ein wenig angedeutet, war ich in Berlin im Rahmen der Vortragsreihe vom SF-Club Andimon. Und dort hat Karl-Heinz Steinmüller einen Vortrag zum Thema Zukunftsforschung und Science-Fiction gehalten. Und im Anschluss daran konnte ich mit ihm noch ein Interview führen. Und sowohl das Interview als auch den Vortrag darf ich in dieser Sendung dank freundlicher Genehmigung von Karl-Heinz Steinmüller verwenden. Das heißt, ihr bekommt jetzt 2,5 Stunden geballte Steinmüller-Ladung und erfahrt eine Menge über Zukunftsforschung, über Ausbildung in der DDR und wie es war als freischaffender Schriftsteller. Und ihr erfahrt auch noch eine Menge darüber, halt wie die Zukunftsforschung, die Science Fiction und beziehungsweise die Science Fiction die Zukunftsforschung beeinflusst. Und hin und wieder wirft Angela Steinmüller, die an dem Abend auch mit anwesend war, noch kleine Ergänzungen hier und da noch mit ein. Und um euch jetzt nicht noch länger auf die Folter zu spannen, fangen wir jetzt einfach an mit dem Interview und im Anschluss dann noch den Vortrag. Ich hoffe auch, der Sound ist brauchbar. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich dafür. Der Raum war ein wenig hallig, aber ich denke mal, eigentlich dürfte das Ganze doch gut genug zu hören sein. So denn, Vorhang auf für Karl-Heinz Steinmüller im Interview bei Fantastica. Viel Spaß. Interview. Ja, ich begrüße in der Sendung Fantastica bei mir heute Karl-Heinz Steinmüller. Er ist zusammen mit Angela Steinmüller Autor von Andimon und diversen anderen sehr populären Science-Fiction-Werken. Und die wollen einfach mal so ein bisschen, etwas für verschiedene Themen durchgehen. Ja, aber gerne. Und ich fange am besten mal an mit so ein bisschen so den Werdegang. Also Sie haben, jetzt fange ich mit Sie an. Ja, sieht meine Biografie so fürchterlich aus? Ja, ich bin noch so jung. Das gibt sich. Stimmt, eines Tages. Du hast ja nicht als Zukunftsforscher und auch nicht als Science-Fiction-Autor angefangen, sondern am Anfang erstmal so einen ganz klassischen Bildungswerdegang durchgenommen. Also quasi, wie habe ich es in der Wikipedia gelesen, ein Abitur in der Spezialklasse für Mathematik und Naturwissenschaften. Richtig. Was hat man da früher gelernt? Also ich muss erst mal richtigstellen, ich habe als Science-Fiction-Autor angefangen. Und zwar noch bevor ich schreiben konnte, habe ich meiner Oma meine erste Science-Fiction-Erzählung diktiert, die Reise zum Teddyplanet. Also ich habe das noch zu Hause liegen, was meine Oma da aufgeschrieben hat. Ist nicht verloren, wird dann später in Band 11 unserer gesammelten Werke mal publiziert werden, so unter den Juvenilia, also grauenhafte Sachen, die dann keiner mehr lesen braucht. Also ich hatte immer ein Interesse an Naturwissenschaften, Technik und an Zukunft und dadurch an Science-Fiction. Und es gab damals die Möglichkeit, wenn man besonders guter Schüler war, auf eine sogenannte Spezialklasse geschickt zu werden. Da gab es in der ganzen DDR vielleicht 6 Stück und eine davon war im damaligen Karl-Marx-Stadt, jetzt Chemnitz wieder. Und dort habe ich das Abi gemacht. Also es war unter anderem jungen Leuten, die auch eine spezielle Begabung für Mathematik und Naturwissenschaften und zum Teil auch für Sprachen hatten. Also es war, sagen wir mal, für DDR-Verhältnisse das, was am nächsten zu irgendeinem englischen College kommt oder so.
Was war da damals für Inhalte? Also wahrscheinlich noch nicht so. Na, es war ganz normale erweiterte Oberschule, wie es zu DDR-Zeiten hieß. Das heißt, man hat eine Menge Naturwissenschaften, also Physik, Biologie, Chemie und so weiter mitbekommen, viel Mathematik, gründlich Russisch gelernt und so. Also keine besonderen Inhalte. Also dann. Also natürlich ein bisschen ein anderes Niveau als sonst in den Schulen. Also wir haben Mathematikbuch, da gab es so ein Übungsbuch, Minorski hieß das. Das haben sonst Studenten nach dem zweiten Studienjahr durchgenommen. Aber ja, ein bisschen integrieren und differenzieren, so was. Und im Anschluss haben Sie dann Physik und Philosophie studiert. Erst Physik und dann Philosophie. Das war schon ein bisschen eine spannende Sache. Also ich habe mich immer für beides interessiert, so was die Welt im Innersten zusammenhält. Und darauf haben Physiker eine Antwort und darauf haben Philosophen eine Antwort. Beides sind nicht vollständig so. Natürlich haben wir in DDR-Zeiten alle ganz heftig geraten, doch lieber Naturwissenschaften zu machen als Philosophie, denn es gab in der DDR nur eine Philosophie und das war die marxistisch-leninistische. So. Und insofern habe ich erst in Karl-Marx-Stadt an der Technischen Hochschule, jetzt Technische Universität Chemnitz, habe ich dort Physik studiert, Grundstudium, die ersten 2 Jahre und dann habe ich festgestellt, es gibt keine Astrophysik da. Wir kriegen nicht richtig Kosmologie beigebracht. Also all die schönen, verrückten Sachen oder tiefere Quantentheorie. Da gab es relativ gute Angebote in so Festkörperphysik. Ja, die sind auch interessant. Aber es waren nicht die großen Fragen und da gab es in Berlin bessere Vorlesungen. Und dann habe ich es geschafft, dass ich nach Berlin an die Humboldt-Uni wechseln durfte, wo ich dann Angela kennengelernt habe. So. Das war das bedeutendste Ereignis in dem Zusammenhang. So. Und ich habe dann dort eben tatsächlich über Relativitätstheorie und all die schönen Sachen dann was gehört, aber mein Diplom in theoretischer Festkörperphysik gemacht. Aber schon vorher hatte ich meine Verbindungen zu den Philosophen aufgebaut. Es war so, als ich nach dem Grundstudium, nach 2 Jahren, nach Berlin kam, hatten die guten Studenten in Berlin schon die ganzen Assistentenstellen unter sich aufgeteilt. Und ich habe mich ja ohnehin auch für Philosophie interessiert und habe dann gefragt, ob ich da ein Aufbaustudium machen kann. Es gab damals ein sogenanntes Forschungsstudium und eigentlich war das so geplant, dass man aus dem Studium heraus direkt zum Doktor geführt wird, ohne überhaupt ein Diplom zu machen. Da haben wir, hat mir aber unter anderem mein marxistisch-leninistischer Philosophieprofessor geraten, ich soll doch mal um Gottes Willen lieber erst das Handwerk richtig lernen, also sprich mein Physikdiplom machen und dann später die Philosophie. Also das lässt er so durchgehen. Das hat er ja so gedeichselt, der Professor Hermann Ley hieß das. Und vielleicht hatte das auch ein bisschen biografischen Grund bei Ihnen. Er war nämlich ursprünglich Zahnarzt gewesen. Und hatte insofern im KZ eine ganz tolle Position, weil er den SS-Schergen die Zähne zurechtgemacht hat. Das heißt, die haben sich nicht erlaubt, ihn zu quälen, damit er sie nicht quält. So. Also Überlebensstrategie. Und deswegen sagt er, ein ordentlicher Beruf ist was wert. Philosophie kann sie immer noch gerne machen. Und das habe ich dann. Und ich habe dann promoviert über die Maschinentheorie des Lebens, philosophische Probleme des biologischen Mechanizismus oder zum Wechselverhältnis von Physik, Biologie, Mathematik und Kybernetik. So Reduktionismusproblematik, um das in einem nicht leichten Deutschwort zu erfassen. So. Was Ja, kann man sich aber ich denken? habe damals schon während Studium natürlich weiter Science Fiction gelesen und es gab ja nicht genug in der DDR. Das können ja alle, die im Osten gelebt haben, hier beklagen. Da kam im Jahr kam vielleicht 5, 6 gute Bücher raus, also vielleicht noch nicht mal gute. So, und man hat alles gekauft, was man bekommen hat, und man hat nicht alles bekommen. Und obwohl das Auch schon, von internationalen oder ja, ausschließlich DDR, oder? es wurde ja
Also es wurde aus den sozialistischen Bruderländern wurde etwas übersetzt. Also Lem hatten wir zum Schluss genug. So. Und von Strugatskis hatten wir manche Sachen, die in der Sowjetunion nicht so verbreitet waren. Aber das war relativ wenig. Und westliche Sachen, sprich imperialistische, antihumanistische Science-Fiction, im Gegensatz zur humanistischen, utopischen Literatur der DDR, die wurde natürlich praktisch nicht aufgelegt. Es gab zwei Sammelbände, einen in späten 60er Jahren, Marsmenschen mit zwei, drei amerikanischen Erzählungen drin. Dann später Raumschiff Ahoy, ich glaube, das war schon in den 70er Jahren, mit einigen amerikanischen Erzählungen. Und dann mal von Pierre Boulle, Die Liebe und die Schwerkraft. Und das war dann schon fast alles gewesen. So, in dieser Zeit. In den 80er Jahren kamen dann pro Jahr ein bis zwei westliche Science-Fiction-Bücher raus. Also insofern war ich immer hungrig nach Science-Fiction und habe deshalb Russisch gelernt. Da gab es nämlich die sogenannte internationale Buchhandlung, die eine Ecke mit sowjetischen Büchern hat. Und vor 1973 war die Sowjetunion noch nicht im internationalen Copyright-Abkommen und hat deshalb Übersetzungen amerikanischer oder anderer westlicher Science-Fiction-Autoren in russischer Sprache sozusagen ohne irgendwie Copyright zu zahlen rausgebracht und dann vor allen Dingen in den Bruderländern verkauft, also in der DDR und nicht so sehr in der Sowjetunion. Und ich habe dann immer diese Rubežnaja Fantastika, auf die war ich immer ganz scharf, also die ausländische Science-Fiction oder die Bibliotheca Sovremennoj Fantastiki, die Bibliothek der Gegenwarts-Science-Fiction. So. Und später, als wir die ersten Erzählungen publiziert haben, hat uns dann unser jetziger Freund Erik Simon auf den Kopf zugesagt, dass wir amerikanische Science Fiction in russischer Übersetzung gelesen haben, weil wir die Strukturen hatten, diese Pointenstrukturen, also Robert-Jackley-mäßig sozusagen, ja. So. Also so anhand des Stils konnte er Ja, das rauserkennen. genau. Also das so. Und also ich habe, wie gesagt, habe ich dann in Philosophie promoviert und musste mich wieder umorientieren. Also ich habe tolle Angebote bekommen. Ich hätte an die, wie hieß es, Hochschule der Künste gehen können, um den angehenden Künstlern dort Marxismus-Leninismus beizubringen. Also kann man im Schlaf machen, nicht? Aber man schläft dann vielleicht nicht mehr. So. Oder ich habe eine Stelle angeboten bekommen am Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen der DDR, gut dotiert, mit der Aufgabe, Universitätsleistungsschauen auf marxistisch-leninistische Durchdringung zu begutachten. Sowas würde es heute heißen, dass man da betrachtet, ob überall politische Korrektheit ist und ob Gender Mainstreaming auch betrieben worden ist. Da gibt es Leute, die machen auch heute sowas, muss ich dazu sagen. So, also grauenhaft die Vorstellung, nicht? Und ich habe dann selbst gesucht und habe es dann geschafft, am Zentralinstitut für Kybernetik und Informationsprozesse in Berlin-Adlershof anzufangen. Das gehörte zur Akademie der Wissenschaften. Und als ich mich da vorgestellt habe, dann hat mein künftiger Chef zu mir gesagt: Also, jetzt müssen wir doch erst mal testen, ob die Philosophen sie nicht verdorben haben. Test bestanden, dort angefangen, 5 Jahre lang Ökosysteme mathematisch modelliert, zuerst noch mit Lochkarten, später im sogenannten Dialogbetrieb. Das heißt, man tippt was ein und auf dem Bildschirm sieht man gleich was. Das ist Dialogbetrieb. Ja, und aber nebenbei hatte ich zuerst allein angefangen, dann hat aber Angela eingesehen, dass es mit mir allein nicht zum ganzen Schriftsteller reichte. Dann haben wir zusammengeschrieben und in dem Jahr, in dem wir Andimon publiziert haben, haben wir dann auch unsere Stellen aufgegeben und sind freischaffende Schriftsteller geworden. Also langer Weg zum Science-Fiction-Autor und dann vielleicht noch einen Schlenker zur Zukunftsforschung zu bekommen. In dem Moment, wo wir auf die Straße gegangen sind, im Herbst 89, unten, Leute langgelaufen, auf die Straße, auf die Straße. Oben stehen dann so zwei verängstigte Schriftsteller am Fenster und gucken raus und fühlen sich moralisch gezwungen, da mitzumarschieren. Aber eigentlich gehörten wir schon zur Generation der Feigen. Haben wir uns überwunden, sind mitmarschiert und haben gedacht: Mein Gott, wenn jetzt sich die Verhältnisse ändern,
wir wissen ja, in Westdeutschland, da können nur ganz wenige von Science Fiction leben. So, das sind alles entweder Lehrer oder so, Beleuchter oder sonst was, die dann nebenbei am Wochenende, nachts oder so Science Fiction schreiben. Es sei denn, man ist bei Perry Rhodan, da wurden wir dann eingeladen, zum Perry Rhodan-Team zu gehen. Also ich habe Hochachtung vor der Arbeit, die die machen, aber es wäre nichts für uns gewesen. Also so Fließband wollten wir nicht. So. Und also wir wussten wirklich in dem Moment, wo die Wende kam und wo wir auch frühzeitig dafür waren, dass Deutschland wiedervereinigt wird, wussten wir, dass das aber heißt, wir schaffen damit unseren Beruf ab, also unsere berufliche Existenz. Und haben dann rumgeschaut, haben uns versucht umzuorientieren. Und ich hatte zum Glück immer schon eine große Klappe, nicht erst als ich nach Berlin wurde und dann mir noch die Berliner Klappe angeeignet habe, und habe immer viele Vorträge gehalten. Und nach so einem Vortrag bin ich über Science Fiction, bin ich dann mal angesprochen worden, ob ich nicht würde auch mal was für die Zukunftsforschung machen zu wollen. Dann hat man mir entweder eine halbe Stelle in Berlin oder eine ganze in Gelsenkirchen angeboten. Ich habe auf dem Atlas nachgeschlagen, 500 Kilometer geht also ganze Stelle in Gelsenkirchen. Das heißt, ich kannte von Gelsenkirchen eine Sache: Georg Kreisler. Da muss ich vielleicht nicht näher drauf eingehen. Also, und so bin ich 1991 ans Sekretariat für Zukunftsforschung Gelsenkirchen gekommen, das dort gerade neu aufgebaut worden ist. Und das war eine tolle Chance. Ich war 10 Jahre aus der Wissenschaft raus, wenn man es so will. Und in der Zeit, wo es in Ostdeutschland ein sogenanntes WIP gab, Wissenschaftlerintegrationsprogramm, und Akademieinstitute aufgelöst oder umformiert worden sind und auch Wissenschaftler, na, nicht direkt auf der Straße gelandet, sondern auf dem Abstellgleis gelandet sind, habe ich in Gelsenkirchen meine dritte Karriere angefangen. Also nichts gegen Gelsenkirchen. Nein. War auch eine interessante Zeit. Und dann eben ein paar Jahre später habe ich mit einem Freund zusammen Z-Punkt gegründet, das jetzt so knapp 30 Mitarbeiter hat und Zukunftsstudien für große Unternehmen durchführt und inzwischen schon in der Hälfte der Studien reineweg in Englisch arbeitet. So, so viel vielleicht, das war viel zu lange jetzt. Ja. Ihr habt aber alle interessiert zugehört. Ja, was so sagt. Wenn ihr protestiert hättet, hätte ich sofort aufgehört. Und das treibt die Selbstdarstellung natürlich noch in die Höhe, ist ganz klar. Was? Noch höher, was? Ja! Dann möchte ich gerne noch gleich noch ein Thema aufgreifen. Wie kann man sich das vorstellen als freischaffender Schriftsteller in der DDR? Also da, wie. Idyllisch. Also für uns war das tatsächlich die Möglichkeit, aus den Zwängen der DDR zu großen Teilen zu entfliehen. Also natürlich nicht, dass es mal keine Wurst und mal keinen Käse gab oder so, aber einen großen Teil der politischen Zwänge nicht zu haben. Also als normaler Werktätiger in einem Betrieb, da ist man fast ständig irgendwelchen politischen Einflüssen ausgesetzt, Gewerkschaftsversammlungen, eventuell war man noch in der deutsch-sowjetischen Freundschaft oder als Jugendlicher in der FDJ, also war immer irgendwas los. Zum 1. Mai musste man mitmarschieren, zwischendurch vielleicht mal ein Plakat malen. Also jedenfalls als freischaffender Autor, da sitzt man zu Hause oder im Grünen oder sonst wo und überlegt sich was und schreibt was. Ist vielleicht auch am 1. Mai gefragt, aber man ist dann nicht unter den Leuten, die lang marschieren, sondern sitzt dann unter den anderen Schriftstellern und unterzeichnet die Bücher, die da weggehen, nicht? Also es ist eine andere Rolle, die man da hatte. Und natürlich hatten wir auch mit der Ideologie zu tun, aber nur einmal im Jahr, wenn wir mit einem Buch fertig waren und uns mit dem Verlag rumschlagen mussten, was bleibt drin, was kann absolut nicht drin bleiben. So. Also da haben wir natürlich die ideologischen Zwänge gemerkt. Aber erstens sind wir zu zweit. Das heißt, bei uns konnte immer, wenn man in so einer Situation war, einer reden, der andere überlegt.
Und dann wechselt man das wieder. Das heißt, man ist immer dem überlegen, dem armen Lektor oder Cheflektor oder so. Und Science Fiction in den 80er Jahren stand nicht mehr unter so Beobachtung der Zensurbehörden. Es wurde, ging natürlich durch die ganz normalen Literaturentwicklungsprozesse, also seinen sozialistischen Gang schon mit Druckgenehmigung und solchen Dingen, aber die Hauptverwaltung, Verlage und Buchwesen hatte genug zu tun, die DDR-Autoren, also die Gegenwartsautoren in Schach zu halten. Und die Freiheit, und es gab dann doch gewisse Freiheiten in der Science Fiction. Man musste es nur richtig einpacken. Und das haben wir natürlich schon genutzt. Und andererseits war natürlich die ökonomische Situation in Relation zu anderen recht gut. Also wir haben als Autoren mindestens so gut verdient wie als wissenschaftliche Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften. So. Aus dem Grunde, weil die Auflagen so hoch waren. Die armen DDR-Leser, die hatten ja fast nichts anderes als die einheimischen Autoren, die einheimischen Science-Fiction-Autoren. Die mussten uns sozusagen lesen. Und deswegen gab es eben auch Auflagen von 50.000 und so. Und davon konnte man dann leben. Also Basar-Reihe 50.000, ein Buch kostet 5,30, davon 10% macht 25.000 so geschätzt. 25.000 konnte man in der DDR gut ein Jahr leben, sehr gut ein Jahr leben. Das ist auf jeden Fall eine Menge. So. Also, wobei manche Autoren natürlich, vielleicht Kröger oder andere, die haben dann 12% oder 15% bekommen. Also da gab es dann schon Unterschiede. Das ist, ja. Aber also insofern ja, hatten wir da schon einen gewissen Vorteil. Also ich, übersteigert, also wir waren damals Sozialismusgewinnler, jetzt sind wir Kapitalismusgewinnler. Ja. In welcher Institution war man dann quasi in Anführungszeichen untergeordnet als freischaffender Schriftsteller? Oder ja, eigentlich nicht. Also die Hauptschwelle bestand, dass man als freischaffend anerkannt wurde und nicht als asozial galt. Das war die Falle für die Lyriker. Das ist, und das ging, wenn man einen Verlag hatte. Also wenn ein Verlag gesagt hat, ja, das ist einer von unseren Autoren, dann hat sich der Verlag auch im gewissen Sinne um einen gekümmert. Das heißt, die haben geguckt, dass man vielleicht mal eine Nachauflage bekommen hat und also sozusagen, dass man nicht zum Sozialfall geworden ist. So. Bei uns sowieso kein Problem und dann hatten wir zwei Verlage, da ging es dann doppelt so gut. Also das war, den Verlag hatte man natürlich und es war dann auch sehr sinnvoll, in den Schriftstellerverband zu kommen. Also wenn man als Mitglied des Schriftstellerverbands, da konnte einem das Finanzamt nichts am Zeug flicken. Also hatte man sozusagen einen ehrenhaften Beruf und war nicht bloß einer, der so tat, als würde er schreiben, aber tatsächlich bloß Remi-Demi gemacht hat. So. Und wir sind deshalb, haben wir da auch Aufnahmeantrag gestellt, gleich nach Andemon. Und das hat sich hingeschleppt und hingeschleppt. Und zuerst mal hatten wir einen Gutachten, einen Bürgen gehabt, der selbst beim Schriftstellerverband nicht so gut angesehen war. Mussten wir den Bürgen austauschen. Dann hat es immer noch gedauert und wahrscheinlich haben sie zwischendurch durchleuchtet. Angelas Eltern waren in West-Berlin und dann sind wir wenigstens Kandidat geworden und die Kandidatur, die hat dann lange gedauert. Also da wir sind Gleichkandidat. Wir sind Gleichkandidat, genau, so rum, aber dann da stecken geblieben in der Kandidatur. Aber es war ja egal. Das war egal, wir hatten sozusagen ein Dokument und Mitgliedsbüchlein vom Schriftstellerverband, stand zwar nur Kandidat drauf, nicht Mitglied. Übrigens war das ganz wichtig jetzt nach der Wende, was Rentneranwartschaften, betrifft. Da gab es nämlich einen Streit drum, ob die Kandidatenzeit wie volle Mitgliedszeit berechnet wird. So, ja. Also das Übliche. Und 88 sind wir dann aufgenommen worden, also als Vollmitglied. Und ich bin gleich in den Berliner Vorstand gewählt worden und bin dann gleich delegiert worden zum letzten richtigen Schriftstellerkongress der DDR und bin dann dort gleich in den zentralen Vorstand gewählt worden.
als 101. oder 102. Also der Vorstand war fast so groß wie das ZK. Und hinter mir hat jemand gesagt, also wir können doch nicht alle in den Vorstand gehen. Das wurde dann interpretiert als Antrag auf Einstellung des Wahlvorgangs. Und dann ist hinter mir sozusagen der Vorhang runtergegangen. Aber ich hatte im Arbeitskreis Literatur und Umwelt mitgearbeitet und die hatten mich vorgeschlagen. Also das war nur nicht bloß reiner Zufall gewesen. Ja, ja gut, es hat ein Jahr gehalten oder nicht ganz zwei Jahre. Dann hat sich der Schriftstellerverband allmählich aufgelöst. Ja, und wir waren inzwischen in Gelsenkirchen. Ja. So, aber jetzt habe ich schon wieder zu viel geschwafelt. Da stehen ja gar keine Fragen mehr auf deiner Liste, oder? Doch, da stehen noch ein paar. Aber wie war das eigentlich so, als du das erste Buch, die letzten Tage auf der Venus? Zuerst der letzte Tag auf der Venus, in der leicht veränderten Nachauflage die letzten Tage. Zwecks Unterscheidbarkeit. Wie hast du das beim Verlag untergekriegt? Also hast du das einfach dort abgegeben und dann gesagt, so hier, lest mal? Ja, das ist das Verdienst von Hinrik Einhorn, der damals dort Lektor war und bei einer Literaturzeitschrift auch mitgearbeitet hat, die hieß Temperamente. Und der hatte zwei Erzählungen, ganz kurze Erzählungen gesehen von mir, die im Jugendmagazin Neues Leben erschienen waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie die da hingekommen sind, aber ist egal. Also jedenfalls, da waren schon mal zwei kurze Erzählungen, die voraussichtlich in Band 8 unserer gesammelten Werke wieder erscheinen werden. Und der hat sozusagen gedacht, da kann was draus werden. Und hat dann mich gefragt, ob ich nicht ein kleinen Sammelband würde schreiben wollen, also ein Kompass heißt die Reihe, ein Kompassbüchlein. Und naja, Ideen hatte ich genug und Angela hat mich schon unterstützt und dann wurde drauf losfabuliert. Und das war noch in der Zeit, als ich an der Akademie war, da hatten wir zum Glück schon Hausarbeitstage, so wie heute auch meine Mitarbeiter bei Z. Hausarbeitstage haben, damit das Büro nicht so voll ist und sie mal endlich zu ruhigen Arbeiten kommen, ohne dauernd gestört zu werden. So kam ich damals zum ruhigen Arbeiten, ohne gestört zu werden, zu Hause an der Science Fiction. So, das bisschen Wissenschaft habe ich nebenbei geschafft. So, ja. Also da, das war praktisch, wenn man so will, auf Einladung. Und das war natürlich toll. Und dieser Mensch, Hinrik Einhorn, war ein Lyriker und ich glaube, so ist sogar ein relativ guter Lyriker. So, Lyrik ist nicht unsere Sache, aber er hat aufgepasst, dass wir ein ordentliches Deutsch geschrieben haben. Also er hat tatsächlich mit uns drüber gesprochen, also was ist das richtige Wort, was ist hier ein treffender Ausdruck, was wird zu verklausuliert, zu langweilig, welchen Rhythmus braucht man drin, also auch Sprachmusik und solche Dinge alles. Und der ist richtig hart die Manuskripte durchgegangen und da haben wir unheimlich viel gelernt, wie bei keinem späteren Lektor. Also war es quasi nicht nur das erste Buch, sondern auch eine Art Ausbildung? Es war Ausbildung am lebenden Objekt, so wie bei den Ärzten. Das ist ja. Und also wir haben uns wirklich auf sein Sprachgefühl verlassen können. Und das war eine große Hilfe, dass wir sozusagen gleich auf die richtige Schiene gesetzt wurden. So wie Angela gleich zu mir gesagt hat, pass mal auf, wenn du jetzt Schreibmaschine schreibst, nicht Zweifingersystem, gleich richtig mit allen 10 Fingern. So, und das war auch sinnvoll gewesen. Also ich schreibe jetzt noch Computer mit 10 Fingern. So. Ja, das ist vielleicht, wie wir dazu gekommen sind. Und ich meine, die Lektoren haben immer etwas mit uns gearbeitet. Also es ist nicht mehr so wie heute oft, wo der Verlag lediglich ein Manuskript entgegennimmt und dann vervielfältigt, also verlegt und mehr nicht, sondern wo tatsächlich redaktionelle Arbeit stattgefunden hat und wo wir dann auch geschaut haben, was ist wirklich korrektes Deutsch dann bis hin zur Zeichensetzung. Also Angela war perfekt in Zeichensetzung. Das ist also heute sehr grauenhaft. Das ist ja das wilde Chaos und mitunter finde ich
bei meinen jüngeren Kollegen und Mitarbeitern dann Kommas, die weder nach deutscher noch nach englischer Zeichensetzung angebracht sind, sondern offensichtlich Atemtakten entsprechen. Das ist, ja. Ja. Tja, Nichts gegen die jungen Mitarbeiter, die sind kluge Leute. Also, aber die haben halt auf der Schule und auf der Uni nicht gelernt, wo diese kleinen Kragel da hinkommen. Das ist doch durchaus auch schwierig. Also ich habe selber auch sehr große Probleme, da irgendwie das hinzukriegen. Ich bin eigentlich relativ gut in Deutsch. Solange du in dieser sprechenden und aufzeichnenden Zunft bist, merkt man das ja nicht. Stimmt, da gibt es ja keine Kommas. Genau. Gut, gab es eigentlich nach der Wende Probleme mit den Rechten an den Büchern? Wir haben uns alles zurückgeholt, so weit das überhaupt ging und noch ein Ansprechpartner funktioniert hat. Also die Verlage waren zum Teil froh, sich von diesem Altbestand der DDR-Autoren lösen zu können. Zum Teil haben sie sich umprofiliert und haben gesagt, Science-Fiction, da haben wir sowieso gegen Heine oder was weiß ich wen keine Chance, geben wir ganz auf, wir machen nur noch Krimis oder so. Mhm. Also sie haben sich auch umprofiliert und manche sind eben regelrecht eingegangen oder wurden dreimal verkauft, zwischendurch mal von den Mitarbeitern übernommen. Und wir haben, unser Hauptproblem war, herauszufinden, an wen wir schreiben müssen, dass wir die Rechte wieder haben wollen. Und wir haben das für alle Bücher. Hat man sich dann an die Treuhand gewendet? Oder nein, die haben noch existiert, beziehungsweise Nachfolgeorganisationen, umgetauft, aber doch irgendwie noch Rechteinhaber und so. Oder völlig verschwunden, dann sind auch die Rechte lose. Hm. Ja. Also das war wirklich nicht das Problem. Und die Verträge damals, die waren ja auch nicht so fein ziseliert wie heute die Verträge, wo sämtliche Sonderrechte noch im Einzelnen festgehalten werden. Also sprich, nicht nur die Veröffentlichung in Deutsch und in das Weltverlagsrecht in allen möglichen Sprachen, das Recht der Übersetzung, der auszugsweisen Veröffentlichung, der Umwandlung in ein Hörbuch, dann möglichst noch die Rechte der Verfilmung, der Vermusicalung und so weiter, des Internetauftritts auch in kleinen Teilen, der Verwandlung in eine Graphic Novel und das ist ja heute so umfassend und damals stand eben nur drin Weltverlagsrecht, so. Genau. Gab es eigentlich irgendwann so von irgendjemandem Anfragen, das irgendwie als irgendein Buch als Musical rauszubringen? Ja, die Musical-Kunst ist leider etwas im Abklingen. Das ist, es wäre natürlich zu überlegen, das wäre eine Sache für Erik Simon, der schreibt ja auch Opernlibretti. Also, so Andemon-Oper? Es ist Andemons eher eine Oper als eine Operette, völlig richtig, ja. Ja. Während das man trotz der ernsten Sache aus dem Traummeister durchaus ein Musical machen könnte, während das ich Pulaster als Operette sehe. So. Ja. Aber wahrscheinlich wären Erzählungen geeigneter dafür. Ja. Habt ihr eigentlich zu DDR-Zeiten die Recherche für die Bücher betrieben? Da gab es ja noch keine Wikipedia. Ja, es stimmt auch nicht alles, was in der Wikipedia stimmt. Und zum Teil widerspricht sie sich. Also da muss man durchaus warnen. Also ich hatte natürlich Meyers Konversationslexikon von 1888, Familienerbstück, für die älteren Sachen sehr gut zu gebrauchen. Ich habe immer wissenschaftliche Zeitschriften gelesen. Die gab es ja in der DDR, Wissenschaft und Fortschritt beispielsweise. Die Sterne. Ich habe an der Akademie der Wissenschaften dann auch massenhaft westliche Zeitschriften gelesen. Ich bin immer in den Akademielesesaal unter den Linden gegangen, da ist Akademiebibliothek und ja, dann an Lesesalen habe ich die Zeitschrift Futures gelesen, also englische Zukunftsforscher. Ich war, als ich nach Gelsenkirchen kam, unter all den Zukunftsforschern dort, den jungen westdeutschen
oder Gleichaltrige, der Einzige, der schon englischsprachige Zukunftsforschungszeitschriften gelesen hatte. So, na, deutsche Sozialwissenschaftler. Nicht? So. Also das Interesse, und ich habe mir jahrelang Notizen gemacht. Ich habe dicke Notizbücher zu Hause, wo ich mir aufgeschrieben habe zum Klimawandel. Also 1980 wurde das ja schon diskutiert. Da konnte man sich auf einen russischen Klimatologen Butiko berufen und so weiter. Dazu habe ich gesammelt. Und also Unmengen. Also das war so gezielt recherchieren konnte man natürlich in den großen Bibliotheken. Es war natürlich dann ein bisschen peinlich, wenn ich so speziell Science-Fiction-Sachen recherchiert, das heißt genau gesagt über die Akademiebibliothek bestellt habe und mein Abteilungsleiter dann gesehen hat, dass das, wie war das, The Space Child's Mother Goose ist. Also das sind Weltraumkinderlieder. Das hat er dann doch etwas befremdlich gefunden. Aber dadurch konnte ich mir natürlich einiges heranholen, aber es war natürlich sehr, sehr viel aufwendiger als heute. Information war mehr wert und man hat sehr genau auch eingeschätzt, was sind vertrauenswürdige Quellen, was sind nur halbgare Quellen. So, und das war besonders wichtig dann, als wir die Biografie über Charles Darwin geschrieben haben, wo wir wirklich massiv recherchieren mussten und wo wir dann auch Freunde gebeten haben, Bücher aus Westdeutschland dazu mitzubringen, wo wir mit einem, nicht Ur-Urenkel, aber Ur-Ur-Cousin oder sowas von Charles Darwin dann korrespondiert haben. Also wir haben dann schon versucht dran, oder über die Fernleihe, internationale Fernleihe, aber manches haben wir nicht bekommen. Nicht über die internationale Fernleihe, weil es einfach praktisch überhaupt nicht greifbar war. 1907 Family Letters von Henrietta Litchfield rausgegeben, Auflage 100 oder 200 Exemplare, aber kein Rankommen. Heute habe ich das. Also Reprint on Demand, zack, paar Pfund dafür und schon kriegt man das. Also das ist eine andere Zeit, ja. Gut, kommen wir zu einem anderen großen Thema, und zwar zum Thema Zukunftsforschung. Was kann man sich da eigentlich so ein bisschen gut drunter vorstellen? Also spinnt man sich irgendwas dann zusammen und dann wird das schon eintreten, und wenn es nicht eintritt, sagen dann alle, aha. So ein bisschen so wie die wie irgendwelche Wirtschaftsprognosen, irgendwas in der Richtung. Ja, also man muss schon sagen, dass man mitunter ein bisschen belächelt wird als Zukunftsforscher, aber das war eher in den Anfangsjahren so gewesen, jetzt nicht mehr. Also mit unserer Firma, die hat sozusagen den Ruf als Mercedes unter den Zukunftsforschern in Deutschland. Also unsere Klienten sind eben große Unternehmen, nicht nur deutsche, sondern bis hin zur südkoreanischen Telekom und so. Oder englisches Umweltministerium und solche Sachen. Und die wollen natürlich seriöse Ergebnisse sehen. Also Zukunftsforschung kann natürlich nur Gegenwartsforschung sein, weil man die Zukunft als solche nicht erforschen kann. Aber man kann in der Gegenwart nach Trends suchen, die sich vielleicht fortsetzen. Man kann versuchen, mögliche Umbrüche entweder vorher zu ahnen oder als eine abstrakte Möglichkeit zu beschreiben. Also wir entwickeln auch meist Szenarien. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass die Zukunft schon festgelegt wäre, sondern wir haben immer Alternativen. Es kann so kommen, aber es kann auch so kommen. Es gibt Gründe, die dafür sprechen, dass es den ersten Entwicklungsweg einschlägt, aber unter bestimmten Bedingungen, die sich daran oder daran erkennen lassen, gibt es auch den zweiten Entwicklungsweg. So, also das kann man da relativ solide machen. Und es bedeutet natürlich, dass ungeheuer viel recherchiert werden muss, für jedes Projekt neu. Und es hilft aber, wenn man schon in unterschiedlichen Branchen unterwegs war. Also wenn man nicht bloß über Informationskommunikationstechnologien, Web 3040X0 gearbeitet hat, sondern wenn man dann auch versucht, über künftige Energiesysteme zu arbeiten und dann plötzlich Ähnlichkeiten entdeckt
oder wenn man schaut, welche Einsatzfelder gibt es für bestimmte Produkte der chemischen Industrie, die nur dann wieder eine ganz andere Aufschlüsselung bringen, oder wie sieht später mal die Beleuchtung in den Innenräumen aus mit OLEDs, und also da hat man ungeheuer viel Information, die man irgendwie verdauen muss, aber eben auch die Möglichkeit, sehr viel zusammenzuführen. Und indem man für unterschiedliche Branchen arbeitet, kann man Querbeziehungen finden, kann man was aus einer in die andere übertragen und also den Unternehmen da weiterhelfen. So. Inwiefern unterscheidet sich das von klassischer Science Fiction? Ja, also ein Unterschied? Manches Mal sage ich, die Zukunftsforschung ist die Fortsetzung der Science Fiction mit anderen Mitteln. Sie ist natürlich, sie beruht auch, also auch der Science Fiction Autor nimmt sie aus der Gegenwart. Er hat ja auch keinen Draht zur Zukunft. Der Science Fiction Autor ist freier. Der kann spekulieren, der kann die wildesten Dinge annehmen gegen sämtliche physikalische Gesetze. So. Der Zukunftsforscher muss sich natürlich an das Gegebene halten, also an das, was noch plausibel ist, muss in diesem Rahmen bleiben, aber er kann diesen Rahmen auch mal ausweiten. Also insofern gibt es da Parallelen, und man kann mitunter auch auf Science Fiction zurückgreifen, sei es als Beispiel, sei es zur Illustration, sei es als Ideengeber, je nachdem. Es passiert relativ selten. Aber wir versuchen das natürlich schon fast ein bisschen systematisch immer mit, aus Eigeninteresse. Und gab es Vorhersagen, die ja noch letztendlich eingetroffen sind? Ach, das, ja, also es gibt die ganze Bandbreite von relativ bis total daneben bis hin zu relativ gut eingetroffen. Also wir haben in einer Studie für ein großes Kommunikationsunternehmen vor 15 Jahren sowas Ähnliches wie ein Tablet-Computer vorgeschlagen. Mhm. So. War damals noch etwas zu früh, und dann hat es Apple gemacht. Nicht? Das deutsche Unternehmen hatte weder die Mittel noch die Technik wahrscheinlich dazu und schon gar nicht den Markt. Mhm. Da sind wir dann schon ein bisschen traurig, wenn wir so eine Idee gehabt haben und sie dann doch von anderen realisiert wird. Eine andere Sache, seit 1994 reden wir von einer Weltfinanzkrise, Weltfinanzcrash, 94, so haben wir immer in unserem Satz von Wildcards. Kein Unternehmen ist darauf angesprochen. Das war immer für sie entweder unwahrscheinlich oder können wir sowieso nichts machen oder uninteressant. So. Und na gut, dann sind auch manche kalt erwischt worden. Einem Energieversorger haben wir mal so eine Wildcard gebracht. Ja, was passiert? Strenger Winter, vereisende Überlandleitungen, kippen die Masten um. Ach, die sind so stabil. Ja, einen Winter später ist es passiert. So. Sie haben da bestimmt nicht mehr dran gedacht, dass wir das mal aufgebracht haben, aber wir haben uns natürlich noch dran erinnert. Eine andere Sache, wo ich doch daneben lag, ich habe so zweite Hälfte der 90er Jahre immer dran gedacht, bis ungefähr in 10 Jahren, also sagen wir 2007, setzen sich Sprachtechnologien als grundlegende Dialogform mit Maschinen durch. Also der Computer redet mit einem und man redet mit dem Computer. Genau, man spricht mit dem Computer und der Computer spricht mit einem, vielleicht nicht ganz natürlich sprachlich, aber doch sehr weitgehend in Richtung natürliche Sprachlichkeit. Und also es ist zumindest nicht in dieser Schönheit eingetreten. Nach wie vor tippen wir und datschen wir herum. Und obwohl vieles sprachlich ginge, aber offensichtlich sind die anderen Bedienungsformen dann sogar intuitiver und leichter. Also da habe ich damals daneben gelegen, beziehungsweise bin auf die Vorhersagen der Sprachtechnologen reingefallen. Wobei die schon technisch relativ auch weit sind, also gerade so im Bereich von Untertitelung von Filmen, da wird ja auch sehr viel Sprachtechnologie eingesetzt. Manches liest sich auch so. Und die deutschen Übersetzungen der Sitcoms, die gingen wahrscheinlich mit Google-Übersetzer zum Teil besser. Das ist oh.
Also man merkt die Qualität eines Übersetzers daran, ob er es versteht, englischsprachige Wendungen in richtiges Deutsch zu übersetzen oder ob er einfach die Wendung oder das Sprichwort übersetzt. Also früher gab es im Deutschen keine frühen Vögel. Da gab es die Morgenstund, die Gold im Mund hatte. Aber seit 20, 30 Jahren sind es die frühen Vögel, die dann die Würmer fangen. So. Es macht auch keinen Sinn, es hatte Sinn. Ja, genau, es macht, und das macht überhaupt keinen Sinn. So. Du hast ja schon eben gerade die Wildcards angesprochen. Was ist das konkret? Wildcards sind überraschende Störereignisse. Sie sind überraschend, weil sie nur eine kleine Wahrscheinlichkeit des Eintretens haben, sodass man sie normalerweise nicht berücksichtigt. Und sie haben aber eine große Wirkung, wenn sie eintreten. Da sie nur eine kleine Wahrscheinlichkeit haben, stellt man sich nicht auf sie ein. Beispielsweise eben Weltfinanzkrise. Und wird dann desto böser davon überrascht und hat keine Reaktionen schon in der Schublade. Also überrascht heißt, man kann nicht sinnvoll darauf reagieren. Man muss ad hoc was erfinden als Reaktion und das geht meist daneben. Das sind häufig symbolische Reaktionen. Typisch in der Politik, wenn irgendwo ein neues Verbrechen geschieht, wird nach schärferen Gesetzen verlangt. Statt dass man danach verlangt, existierende Gesetze ordentlich anzuwenden und die Polizei ein bisschen hochzufahren. Aber es ist natürlich ganz billig, so symbolisch zu handeln, schärfere Gesetze zu verlangen. Also insofern sind Wildcards schon ein bisschen was Tückisches. Und andererseits lieben wir, Angela und ich, Wildcards, weil man so schön darüber reden kann, weil man immer neue erfinden kann. Trends sind langweilig. Jeder kennt Trends. Und die Megatrends sind sowas von abgedroschen, dass man so meine Kollegen damit durch die Gegend jagen kann. So. Aber alle will Demografie, ja. Demografische Alterung. Angela sagt immer, ich soll nicht mehr drüber reden, die Alterung hat schon so einen Bart. Also, das sind so altbekannte Dinge. Natürlich werden auch die oft nicht richtig berücksichtigt. Ich sage mitunter, weshalb wollen wir die Unternehmen darauf trimmen, dass sie schwache Signale wahrnehmen und auf schwache Signale reagieren. Sie reagieren ja noch nicht mal auf die starken Signale, sondern sollen sie mal da anfangen. Von den Behörden spreche ich hier gar nicht. Also das ist, aber es ist eben spannender, über die Möglichkeiten, die nicht so ganz wahrscheinlich sind, aber die doch existieren, über die Eventualitäten zu reden, als immer nur über die Trends, die praktisch jeder kennt und die sozusagen eine Massenware sind. Für Trends kriegt man auch kein Geld mehr. Sind Wildcards so ein bisschen auch so quasi spektakulärer als Trends, also vom Grundlegenden her, oder? Es hängt davon ab, in welcher Dimension man arbeitet. Also wenn ich jetzt über Wildcards für Smart-Home-Anwendungen arbeite, da kann man sich natürlich viel vorstellen, dass da mal was nicht funktioniert oder eine Wildcard wäre, dass die Häuser künftig nicht mehr mit 230 Volt verdrahtet werden, sondern dass man runtergeht auf 48 Volt und solche Dinge. Und dann kann man sich überlegen, wie dann Smart Homes anders funktionieren. Interessiert außerhalb der Branche natürlich kaum jemanden. So. Und andererseits gibt es eben diese Mega-Wildcards wie Asteroideneinschlag. Einmal in 60 Millionen Jahren erwischt es die Saurier oder die Menschen oder wen auch immer. So, die interessieren natürlich auch viele gar nicht, weil sie so relativ selten eintreten. Nicht? Also zumindest die richtig großen, die geologische Epochen erzeugen, indem sie eine alte geologische Epoche beenden. Und die Frage ist eben, was für eine Auswahl hat man in einem bestimmten Projekt? Wald, wir haben ein Projekt gemacht über den deutschen Wald im Jahr 2100, zusammen mit vielen anderen, war ein großes Konsortium. Und natürlich braucht man beim Wald schon einen sehr weiten Zeithorizont. Also so den Wald in 5 Jahren braucht man nicht drüber reden, da guckt man in die Schonung und legt dann mal noch einen Meter zu. So,
Bäume lässt man 30, 50 Jahre mitunter länger stehen. Also Waldumbau ist was, was sich sehr langfristig vollzieht. So, und dann haben wir überlegt, wie sieht es aus mit dem Klimawandel? Wir haben in den Szenarien sozusagen einen mittleren Klimawandel vorausgesetzt. Wird wärmer, wird an einigen Stellen Deutschland trockener, an anderen Stellen mehr Regen, die Winter werden milder, wir haben mehr extreme Wetterereignisse, mehr Stürme, also mehr Wald, Holzbruch und so weiter, also sowas alles. Und dann haben wir uns überlegt, ja, nehmen wir nochmal eine Wildcard, Klimawandel fällt aus. Das heißt, er läuft ungefähr bis 2050, wird es wärmer und dann setzt die nächste Eiszeit ein, die aber nicht durchdringt, weil wir ja schon so viel CO2 in die Atmosphäre gepustet haben, fällt die nächste Eiszeit aus, aber 2050 wird es wieder so kalt wie 1980. So, das war natürlich ein bisschen schwer einzubauen. Das hieße, man hat den Wald umgebaut auf Klimawandel, hat es im Jahr 2050 geschafft, denkste, voll zurück. Und den Wald zweimal total umzukrempeln in einem Jahrhundert ist etwas schwierig. Also da ist es schwierig, waldpolitische Reaktionen darauf zu finden. Natürlich mag so eine Wildcard niemand, weil die nicht in die politische Landschaft klappt, passt. Aber desto mehr Spaß macht es, mit der zu arbeiten. Wie sah der Wald da aus? Hm? 2100? Wir hatten drei Szenarien. Noch immer Zukunftsforscher haben immer Szenarien. Wir haben ein Szenario, wo brav umgebaut wird, mehr Laubbäume und dann von den Flächen des her lockerer, dann bestimmte Waldgesetze ein bisschen lockerer machen, aber auch mehr Schutzgebiete und Totalreservate, also schön ökologisch. Und dann sieht es natürlich relativ grün aus. Ob der Wald so viel Holz hergibt, ist eine andere Frage. Und dann hatten wir ein sozusagen neoliberalistisches Szenario. Es kommt nur darauf an, aus dem Boden das Maximum rauszuholen, egal ob durch Landwirtschaft oder Waldwirtschaft. Geht nach deutschem Waldgesetz nicht, denn Wald ist Wald und da wächst nur Wald und da ist Landwirtschaft, da bleibt nur Landwirtschaft. So, also die Flächen können so schlecht umzuwidmen wie Verkehrsflächen in Wohnflächen. So, und ja, also als Zukunftsforscher setzt man sich über Gesetze hinweg, wenn es nicht gerade Naturgesetze sind. Und da haben wir gesagt, was machen die? Ja, die versuchen das Maximum rauszuholen. Also bauen die schnell wachsende Pflanzen, schnell Umschlag, 10 Jahre wachsen, abholzen, Holz verwenden, wieder 10 Jahre wachsen, abholzen. Und unter bestimmten Umständen, wenn bestimmte Wildcards eintreten oder so, ist das nicht mal die schlechteste Strategie, weil man dann am schnellsten reagieren kann. Man hat sozusagen die Flexibilität des Marktes als Reaktionsfähigkeit. Ob das die Ökosysteme immer so mitspielen, das ist eine andere Frage. Aber man kann sowas tun. Da hat man noch ein drittes Szenario, weiterwursteln wie bisher, Methode Merkel. Fahren auf Sicht, was wir nicht sehen, dahin fahren wir nicht. So. War auch nicht so schlecht immer. Man soll das Durchwursteln nicht überschätzen. Wenn man sich jahrhundertelang durchwurstelt, hat man was richtig gemacht. Welchen Einfluss hat dann praktisch die Zukunftsforschung? Also ist es eher so, wir spielen das mal durch und dann wird es dann doch von Behörden und alteingesessenen Konzernen ignoriert oder hat das dann wirklich auch praktischen Einfluss? Ja. Also wenn man das nicht so eng fasst und nur als Zukunftsforschung nimmt, wo Zukunftsforschung draufsteht oder vielleicht noch Future Studies oder Foresight ist dann schon breiter. Dann gibt es eine Unmenge an Zukunftsstudien, die von Unternehmen beauftragt werden, die von allen möglichen politischen Ebenen, von der Europäischen Kommission, unterschiedliche Generaldirektionen, bis hin zu Bund und Ländern, bis mitunter auf Kreisebene oder auf Stadtebene durchgeführt werden. Und die haben natürlich in der Summe einen wahnsinnigen Einfluss. Also die ganzen Diskussionen um Klima, um Energiewende, die werden gefüttert durch Zukunftsstudien. Da steht nicht immer Zukunftsforschung drüber. Und oft sage ich, ist es auch keine gute Zukunftsforschung, weil es zu eng ist und man dann eben nur ein bisschen Klima sieht und nicht,
Wirtschaft ringsherum, nicht Weltpolitik ringsherum und so weiter und sich dann eben in Abhängigkeiten von, was weiß ich, russischem Erdgas begibt und sowas. Da gibt es immer Studien dazu. Es gibt einige Soziologen, die reden davon, dass wir in einer prognosegetriebenen Gesellschaft leben. Das heißt, dass wir immer nach Maßgabe von Prognosen handeln, dass das die Regierung macht, dass wir sogar im privaten Leben das zum Teil so machen. Also wir überlegen uns, was für die Kinder die besten Berufe sind. Das ist ja auch schon so ein bisschen Zukunftsforschung. Eine deutsch-französische Kollegin hat dafür auch eine Anleitung geschrieben, wie man als Privatmensch Zukunftsforschung für sich betreiben und Szenarien entwickeln kann. Es gibt immer eine Alternative, heißt das Buch, was ja auch ganz optimistisch ist. Also insofern sehe ich das überall und ich muss sogar die Wirtschaftsweisen ein kleines bisschen, aber nur ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Wir schimpfen auf die, wenn sie das Wachstum des nächsten Jahres um 0,5% falsch vorhersagen. Wir wollen das sozusagen auf die Dezimale genau haben, das Wachstum, weil das allen Wirtschaftsrechnungen des Bundes und so weiter zugrunde liegt. Und tatsächlich ist es eine großartige Leistung, dass man das schon in so einem kleinen Bereich, dass man sagen kann, ja, im nächsten Jahr wächst es, aber es wächst nicht mehr so toll und deswegen nehmen wir an so und so viel Prozent. Also das ist eigentlich schon eine immense Leistung, wenn man daran denkt, wie komplex die Systeme sind und wie das alles voneinander abhängt. Aber mehr in Schutz nehmen will ich sie auch nicht. So. Das sind keine Zukunftsforscher dort am Werk, aber andererseits wissen die, dass sie der Bundesregierung nicht mit 3 Szenarien kommen können. Also wächst gar nicht, wächst bisschen oder wächst viel. Dann schickt der Schäuble die nach Haus. Das ist ja, wenn ich jetzt der Ansicht bin, so Zukunftsforschung, das ist es jetzt für mich, wo kann man sowas eigentlich studieren? Kann man das überhaupt studieren? Oder? Endlich kann man das studieren. Also es gibt seit 3 Jahren an der Freien Universität Berlin im Fachbereich Erziehungswissenschaften ein Institut Futur, Institut für erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung. Und an diesem Institut gibt es einen Masterkurs in Zukunftsforschung. Man kann also da seinen Master Zukunftsforscher machen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Einrichtung. Also es ist ein Bezahlmaster, muss ich dazu sagen. Man muss dafür bezahlen. Es ist eine Zusatzausbildung. Und es werden nur Leute genommen, die eben schon eine abgeschlossene akademische Ausbildung haben. Und die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also von Geografie bis Juristerei, Psychologie, Betriebswirte, Informatiker. Also es ist eine bunt gemischte Truppe. Pro Jahr gibt es ungefähr 25 Stellen. Inzwischen gibt es da mehr Bewerber dafür, als aufgenommen werden. Und als Lehrende treten Mitglieder des Netzwerks Zukunftsforschung auf. Im Moment, glaube ich, sind es ungefähr 15 Lehrende, unterschiedliche Lehrende für diese 25 Studenten. Also ich bringe denen die Methoden der Zukunftsforschung bei und andere bringen dann Anwendungsfelder bei, machen Übungen mit denen und so fort. Das heißt, die bekommen tatsächlich einen wahnsinnig guten Einblick in die Breite der Zukunftsforschung in Deutschland. Das ist also im ersten Jahrgang war das 15 zu 15. Da kam auf einen Lehrenden ein Lehrender. Auf einen Lernenden ein Lehrender. So, das ist schon, und ich denke, das ist ganz gut. Und davon gibt es inzwischen welche, die sich schon selbstständig gemacht haben. Also eine Kollegin sagt, da ziehen wir ja uns unsere eigene Konkurrenz ran. Aber das ist natürlich keine Konkurrenz für uns. Und außerdem sind es nette junge Leute, die ihren Weg gehen und auch neue Wege für die Zukunftsforschung öffnen, indem sie beispielsweise Big Data nutzen und versuchen, also mit wirklich heutiger Technik ranzugehen. Also Vorhersagemärkte und alles Mögliche. Man kann ungeheuer viel internetbasiert machen, nicht alles ganz klar, aber da gibt es Dinge, also Gold, das noch nicht gehoben ist, auch schwer zu heben ist, aber da sind die dran. Okay, machen wir hier den Themenwechsel noch zu einem letzten Punkt. Haltet ihr das noch durch? Ja. Okay. Du und deine Stimme.
Boah, meine Stimme, die ist Workshop erprobt. Also 6 Stunden am Stück reden, kein Problem, aber 6 Stunden am Stück stehen, das ist schwierig. Okay, es erscheint ja derzeit so Stück für Stück die Steinmüller-Gesamtausgabe. Wie ist dazu gekommen? Ja, dank dem Verlag Schajol und dank Hannes Riffel, der uns angesprochen hat. Also es ist wirklich, muss man sagen, ohne den Andimann-Club und das Umfeld des Andimann-Clubs, die befreundeten Verlage und Menschen, wäre das nie geschehen. Also insofern haben die Fans uns am Leben gehalten als Autoren. Das ist eine ganz großartige Leistung, also für uns zumindest. So. Da müsst ihr gleich mal eigentlich applaudieren, oder? Ja, also wir wurden dann eben angesprochen, ob wir nicht sozusagen unsere gesammelten Werke in nacheinander folgenden Bänden würden herausgeben. Es war am Anfang leicht, dann ist es ein bisschen schwieriger geworden. 6 Bände sind bis jetzt fertig. Computerdämmerung 2010 war der letzte und aktuell arbeiten wir an dem Band der Kollaborationen, der gemeinsam geschriebenen Texte mit Erik Simon. Da befinden wir uns nach meiner Meinung auf der Zielgeraden. Mit etwas Glück erscheint er noch dieses Jahr. Darin sind zum Beispiel sämtliche Simons Wüstein-Geschichten und also auch welche, die ihr noch nicht kennt, und die gesamte Wurmloch-Odyssee, die sich an die Trödelmund-Geschichte anschließt. Und die haben wir fast abgeschlossen und an der letzten Zwiesteingeschichte arbeiten wir noch. Die ist 150 Seiten lang inzwischen oder so. Ja, ja. Das ist also. Weil du dazu noch sagen musst, dass wir das alles überarbeiten. Also, ach so, ja. Also, wenn jetzt etwas in den gesammelten Werken erscheint, dann gehen wir natürlich durch die Geschichten nochmal durch. Nicht um, also politisch müssen wir ja nichts ändern. Mitunter ist technisch der Zungenschlag vielleicht etwas veraltet, dann überlegen wir, ob das richtig ist für die Geschichte oder ob es nicht richtig ist. In 1-2 Fällen ist uns ein besseres Ende eingefallen. Das ist also, wo wir haben ja schon immer versucht, so twisted oder double twisted Endings zu machen, also wo man zum Schluss noch eine Pointe oder eine Doppelpointe hat, aber mitunter ist uns dann eine bessere Doppelpointe eingefallen. Das haben wir natürlich dann reingebracht. Oder wir konnten etwas doch ein bisschen schärfer formulieren als früher. Also Erzählung spätes Talent beispielsweise. Da hatten wir in der DDR schon immer gedacht, dass da unsere Heldin von der Stasi irgendwie beobachtet und behandelt wird. Und das konnten wir jetzt natürlich deutlicher andeuten. Wir haben natürlich nicht Stasi reingeschrieben. Das wäre viel zu platt gewesen, aber dass Horch und Guck da klarer kenntlich wurde. Also insofern konnte man ein bisschen was machen und mitunter haben wir auch noch sprachliche Unschönheiten entdeckt. Das ist, wahrscheinlich kommt es bei findet man immer, auch bei der 10. Überarbeitung, würde man immer noch eine Doppelung entdecken oder irgendwas, was einem da durch die Finger gegangen ist. Ja. Hier war dieser Spruch, Kunst wird nicht fertig, sondern einfach nur was aufgegeben? Ja, verlegt dann. Ja, ja. Und also eben, wie gesagt, wir sind jetzt bei Band 7, der die Kollaboration beinhaltet. Und auf jeden Fall haben wir noch Stoff für Band 8. Da sind noch genug Erzählungen über oder nicht fertig geschrieben oder schon fast fertig geschrieben. Und eigentlich müssten dann 2 Essaybände kommen. Naja, wir werden es sehen. Also zu Band 8 hätte ich ja eine Frage, wenn da das absolute Erstlingswerk, die Reise zum Teddyplanet. Naja, das weiß ich nicht. Das ist, das ist eher, nein, um Gottes Willen. Am besten wird in Faksimile, genau. Die wird in Faksimile gedruckt in der Handschrift meiner Großmutter. Ja. Ja, aber die kommt wahrscheinlich nicht in Band 8, sondern doch noch später. Denn aber da hat er zum Beispiel diese erste oder zweite kosmische Geschwindigkeit drin, die habe ich irgendwann in der Oberschule mal gelernt. Und da hat er noch das war Vorschule gehabt. Für mich, ja, klar. Schon gewusst. Ich wusste, wie schnell ich sein muss, wenn ich hoch will. Also.
Das heißt, so in der Gesamtausgabe sind hauptsächlich so die fiktiven Werke oder auch die Zukunfts... keine Zukunftsforschung. Es ist natürlich, dass wir ab und zu mal aus einem Text, der ursprünglich für Zukunftsforschung geschrieben worden war, dann eine Story machen können. Das ist beispielsweise mit, wie heißt diese Rapid Fabrication Story? Ja, es gibt eine Erzählung, die wir im Rohzustand noch nicht ganz richtig als Erzählung in einer Werbebroschüre von Z-Punkt veröffentlicht haben. Und die wird dann zu einer richtigen Erzählung gemacht und in den Band 6 reingenommen haben. Das fällt mir der Titel nicht ein. Okay, gut. Also das gibt es schon und es gibt kleine Texte, die wir dann haben. Oder wir haben ja dieses Buch Vision, eine Chronik der Zukunft geschrieben und da konnten wir auch ein oder zwei Texte rausnehmen und zu Erzählungen machen, zu richtigen Erzählungen machen. Und wahrscheinlich wird unser nächstes Sachbuch auch wieder einige kleine Texte enthalten, die etwas erzählerischer sind, ohne gleich richtige Storys zu sein. Und auch das, was ich vorhin hier rumgezeigt habe, also in Politische Ökologie heißt eine Zeitschrift, haben wir mal für ein Band worüber war das eigentlich, weiß ich nicht mehr, war das nun über Terraforming, nein, über Geoengineering, das ging Thema Geoengineering, ein Mensch baut die Erde um, da haben wir dann Einführungstext, sondern einen kleinen Stadttext, also Teaser zum Anfüttern geschrieben, das hieß dann Terraforming Terra und da bekommen die Menschen von den Außerirdischen Signale, was die mit ihrem Planeten alles angestellt haben, aber zum Schluss gab es die Außerirdischen halt nicht mehr. So, also dass man das auch damals so Story-ähnliche Formen benutzt. Und möglicherweise werde ich die Erzählungen, die ich für Phaistos geschrieben habe, die Sache eben mit diesen kybernetischen Bienen, Roboterbienen beispielsweise, vielleicht werden wir die auch nochmal zu einer richtigen Story umformen. Aber andere Storys haben die Priorität, denn diese Dinge sind ja schon gedruckt. Ist auf jeden Fall noch eine Menge am Horizont. Ja, mehr am Horizont als in der Nähe. Gut, das waren eigentlich soweit meine Fragen. Jetzt wollte ich einfach mal noch eine kleine Frage ins Publikum stellen, ob noch jemand Fragen hätte, die jetzt spontan beantwortet. Jetzt ist die Möglichkeit. Wäre jetzt sofort, würde es dann nochmal ein großes Steinmüller-Werk geben, neues. Also ein Roman, oder? Literarisches Werk. Also ein Roman? Man sollte nie sagen, aber ich denke, so etwas wie Spera könnte schon noch entstehen. Also ein Episodenroman. Zumindest haben wir schon eine Episode dazu. Die zweite ist in Rohfassung, die dritte konzipiert und die anderen 8 warten noch. Ja. Ich verrate nicht, worum es sich handelt. Und wenn es so kann, dann gibt, dann erscheint es dort. Nein. Chaiol oder Golconda. Okay. Wenn Hannes uns für würdig hält bei Golconda. Ja, wenn jetzt da die großen Klassiker erscheinen. Ja. Gut, noch weitere Fragen? Alle fraglos glücklich? Etwas erschöpft schon. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview. Ja, immer gern geschehen. Für Meo mache ich das immer gern. Freut mich. Und wir können auch mal alle zusammen klatschen. Gibt es da noch was zu sagen, dass wir nicht so laut rascheln sollen, mit Popcorn schmeißen? So spontan. Naja. Oder nachher mit dem Applaus warten, bis die Musik zu Ende ist und dann erst nach 2 Sekunden klatschen. Kommt noch ein Orchester da drunter. Gut. Ja, dann
will ich uns nicht länger auf die Folter spannen. Es ist jetzt auch 19 Uhr. Wir können also jetzt voll beginnen. Karl-Heinz, Zukunftsforschung und Science-Fiction, wie passt das zusammen? Ja, also, liebe Freunde, ich bin es gewohnt, im Stehen zu reden, aber vielleicht setze ich mich dann auch zwischendurch, wenn mir es zu lang wird. Ich habe mich gefreut, dass ich eingeladen worden bin, hier mal über Zukunftsforschung und Science-Fiction zu sprechen. Das habe ich schon 3 oder 4 Mal vor einem völlig anderen Publikum getan, also Wissenschaftler, Medienleute oder so. Ich stücke noch da, damit die alle hier doch so, ja, reden. Gut, gut. Ja, ich brauche eigentlich eine große Bühne, wie ihr wisst. So. Und, aber es ist trotzdem ein Originalvortrag und ich möchte damit beginnen, dass ich euch auch ein bisschen was darüber erzähle, was ich denn nun beruflich, wie das so schön heißt, mache. Und dann gehen wir anhand von diesen insgesamt, wie viel sind es? 8 Thesen oder 8 Punkten durch die 56 Folien. Dazu brauche ich ungefähr 30 Minuten. Wenn ich schnell spreche, ich werde mich heute bemühen, etwas langsamer zu sprechen. So, aber ihr könnt mich immer zwischendurch unterbrechen, nachfragen, Kritik äußern oder einfach sagen, jetzt reicht, hör auf. Also ich bin da völlig unkritisch, ist mir allerdings auch noch nie passiert. So, also wie ihr ja wisst, bin ich einer der Gesellschafter, also ich habe 10% von Z. GmbH, The Foresight Company mit Sitz in Köln. Und Büros in Karlsruhe und in Berlin, wobei ich nie im Berliner Büro bin, sondern zu Hause. Da arbeitet es sich auch ungestörter. Und wir arbeiten hauptsächlich für große Unternehmen. Das ist so eine gewisse Auswahl von unseren Kunden der letzten Jahre. Das ist schon oft sehr spannend. Darunter sind manche Riesenprojekte, die, was weiß ich, 250.000 mal in einem Jahr gebracht haben und andere, die dann bloß so 10, 20, 30.000 gebracht haben. Und wir haben auch ab und zu, arbeiten wir auch für öffentliche Einrichtungen. Das ist nicht so lukrativ, muss ich sagen. Also da gibt es also Abrechnungsvorschriften. Am schlimmsten ist es bei der EU. Machen wir jetzt nicht mehr, aber also wenn wir eingeladen werden, lehnen wir immer ab, EU-Projekte mitzumachen, weil da die administrative Belastung so ist, dass sich das für uns nie rechnet. Wir haben mit denen immer miese gemacht. So, und genauso sind wir bei Bund und Ländern etwas vorsichtig, weil auch da dann muss man Stunden aufschreiben und lauter so ein Zeug, was sozusagen unseren Profit schmälert, uns mal sozusagen. Eine schöne Sache möchte ich noch erwähnen. Ihr seht hier ganz rechts unten den Fonds National de la Recherche du Comté de Luxembourg, also den luxemburgerischen Forschungsfonds, für den wir sozusagen daran gearbeitet haben, wie sich die Forschung in Luxemburg weiterentwickeln soll. So. Naja, die sind ja dort wahnsinnig. Die hatten, ich glaube, das war im Jahr 2006, da hatten die 10 Millionen für Forschung ausgegeben und im Jahr 2007 haben sie 30 Millionen ins Budget eingestellt und mit der Tendenz, das weiter systematisch zu steigen. Was sollen wir mit dem Geld anfangen? Und da haben wir gesagt, hallo, wir wissen das, wir Deutschen wissen sehr gut, was man mit Geld anfangen kann und haben dort also ich kenne so mindestens ein Drittel aller luxemburgischen Forscher aus. Das hilft mir natürlich gar nichts, aber es war ganz lustig. Und ja, und eines Tages hatte ich gerade ein Interview gegeben, ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitung oder so das erschienen war, da rufen die Jungs von dem Forschungsfonds her. Im Spiegel. War das im Spiegel? Das war im Spiegel, eine ganz okay. Ja, also da stand drin, dass ich Luxemburg helfe, die Forschung da neu zu profilieren. Dann rufen die an, sagen, also ist ja ganz schön, was du da so sagst, aber es ist fürchterlich, wir mussten jetzt einen Tag lang nichts als Presseerklärungen machen und so weiter. Ja, was ist denn los, habe ich gefragt. Ja, hast du nicht das letzte Bürgerwort gelesen? Also, der Wort, das ist die Luxemburger Leib- und Magen-Zeitung, die ist dreisprachig.
die politischen Artikel sind in den Sprachen Deutsch und Französisch und die Landessprache Letztebürgerisch. Die wird für die Todesnachrichten, Nachrufe und ähnliches verwandt und kleingeartig und sowas. So. Und da drin stand ein großer Artikel, ja was ist denn mit unserer Regierung los, ist die bescheuert, die holen einen deutschen Science-Fiction-Autor, um unsere Forschung da umbauen zu lassen. Erstens haben wir nicht selber Glaskugeln und zweitens müssen es unbedingt Verrückte sein. So. Und dann haben die armen Jungs vom Forschungsfonds, die haben dann sozusagen die luxemburgerische Medienlandschaft bearbeiten müssen und das richtig stellen müssen. Ja, eigentlich, der Herr Steinmüller, ja, der gehört dazu, aber der stellt dann immer bloß das Wasser auf den Tisch oder so. So sah er. Also haben sie das abgemildert. Aber das sind die Sachen, an die man sich erinnert. An die Ergebnisse erinnere ich mich nicht mehr. Aber du musst dann deinen Beratern immer sagen, die sollen dann alle auf Jesko von Puttkammer verweisen. Ja, richtig. So. Also das kann ich den Leuten vom Fonds sagen, aber ich habe keinen direkten Kontakt zur Presse und da kommt es dann nicht an. Aber Letzteburger Wort ist eine gute Zeitung. So, ja, um mal ein bisschen erst einen kleinen Unterschied hier herauszustellen, also Science Fiction geht ja beliebig weit in die Zukunft, mitunter Millionen Jahre oder sogar mal Milliarden Jahre, meistens nicht ganz so weit, während dass wir uns mit der Zukunftsforschung in so einem mittleren Bereich halten, in dem Bereich, wo man noch irgendwo an die Gegenwart anknüpfen kann und vielleicht mal Trends verlängern kann und überlegen kann, wie sich bestimmte Themenfelder in nächster Zeit entwickeln und was neu auf den Markt kommt und so weiter. Also wo man noch ein bisschen Sicherheiten hat, wo aber andererseits auch schon genug Unsicherheiten gibt, damit nicht jeder beliebige Consultant sich da dummeln kann, also die Unternehmensberater. So, die sind dann so in den vorderen Bereichen, die ganzen Wirtschaftsforscher, die dann immer die Jahresgutachten machen, die dann nicht stimmen. Das gehört also in den Bereich der Prognosen rein und damit gehen wir uns nicht ab und als Zukunftsforscher eben auch nicht mit dem Bereich der Utopien, Science Fiction, Religion, Eschatologie und so weiter, der dann so ganz weit da rechts ist. So Zukunftsforschung fühlt sich in dem mittleren Bereich wohl, aber ich gucke natürlich auch immer ein bisschen nach rechts. Ich hatte vorhin, hatte ich mich gezeigt, hier unten ziemlich in der Mitte Bundeswehr, in den letzten Jahren einer unserer liebsten Klienten. Wir versuchen, die Bundeswehr hat ja große Probleme, die weiß nicht mehr, was sie machen soll. Die haben kein richtiges Feindbild, vielleicht kommt es jetzt wieder, aber die haben dann diese Friedenseinsätze und dafür sind sie nicht richtig aufgestellt, dann kaufen sie irgendwelche Flieger, die sie nicht einsetzen können oder Drohnen, die sie brauchen würden, aber nicht einsetzen dürfen, die dürfen halt nur im Kriegsfall fliegen. Und die haben dann gesagt, wir brauchen eine Foresight-Plattform. Also sozusagen alles, was es an Methoden der Zukunftsforschung gibt, so für das Dezernat Zukunftsanalyse im Planungsamt der Deutschen Bundeswehr aufgebaut, ja, Dezernat DEZ-ZUK-A-Abkürzung, wird ja alles da abgekürzt bei der BW, und also die haben dort in dem Dezernat, ist ja so, die Bundeswehrangehörigen, die Offiziere, die werden ja immer neu verwendet. Die gehen von einer Verwendung zur nächsten Verwendung, man schickt die rum, damit sie einfach viel Erfahrung kriegen, aber dann alle zwei Jahre kommt da irgendjemand Neues in den Stats-Zug A und weiß nicht mehr, wie man Zukunftsforschung macht. Also versuchen wir das auf eine Plattform zu stellen. Und das haben die hier gemacht und bieten sie auch an, dass man da öffentlich sich beteiligen kann, also so als wissenschaftliche Einrichtung und so. Und wir haben da sämtliche Zukunftsforschungsmethoden beschrieben. Das nur mal so als ein kleiner Eindruck aus einem Projekt, wobei das ja auch schon ein bisschen grenzwertig von der Komplexität her ist. Und die große Befürchtung natürlich ist, dass es dann doch nicht genutzt wird. Aber für uns war es schön, wir konnten unsere Methoden überdenken. So, und jetzt die Frage, wo kommt die Zukunftsforschung ins Spiel? Und da gibt es schon lange Ansätze dazu und Untersuchungen dazu. Das kommt zum einen natürlich daher, dass Leute wie Arthur Clarke
auch Sachbücher über die Zukunft geschrieben haben. Profiles of the Future, im höchsten Grade fantastisch, 1962 beispielsweise. Oder Herbert Franke, Nichts bleibt uns als das Staunen, Ende 50er oder so. Das heißt, also da haben sich schon einige getummelt. Herbert George Wells ist natürlich ein wunderbares Beispiel mit Anticipations von 1901. Also, also sozusagen, es gab immer welche, die da gewildert haben. Und andererseits haben sich dann auch ab und zu Zukunftsforscher damit befasst, ja, was denn so aus der Science Fiction entnommen werden kann. Ian Miles aus Manchester beispielsweise hat dann in den 70er Jahren drüber geschrieben, und ich habe dann, als ich nach Gelsenkirchen gegangen bin, 1991, mein erstes Projekt, was ich da hatte, war auch Zukunftsforschung und Science Fiction. Also da insofern knüpfe ich hier an uralte Sachen an, und ihr seht ja nichts, es gibt viele Aspekte, auf die werde ich eingehen, aber ich benutze immer sehr gerne das, was Fred Pohl, der übrigens auch ab und zu futurologische Sachen geschrieben hat, also was Fred Pohl mal gesagt hat, a good science fiction story should be able to predict not the automobile but the traffic jam. Also Science Fiction sollte eben nicht bloß, wie sich die Technik weiterentwickelt, sagen können, sondern sie sollte gleich die ganzen sozialen Wirkungen, menschlichen Wirkungen und so mit dabei haben, was sie ja macht, weil sie ja immer den ganzen Kontext, man braucht ja handelnde Personen schlimmerweise als Autor, und damit handelt man sich den Menschen ein und handelt man sich die Gesellschaft ein und muss über diese Konsequenzen nachdenken. So, also das ist so eine Motivation dafür, und Herbert Franke, der hat sich seit den 70er Jahren in Dutzenden von Artikeln immer wieder über dasselbe ausgelassen, nämlich dass die Science Fiction Modelle aufbaut, in denen bestimmte mögliche Situationen in der Art eines Gedankenexperiments durchgespielt werden, und dass diese Ergebnisse dieser Gedankenexperimente durchaus auch für die Zukunftsforschung nützlich sein könnten, dass es aber Unterschiede gibt, also eben die Futurologie ist eher abstrakt, während das die Science Fiction versucht, es immer ganz konkret zu machen. Und also sie, aber dadurch kann eben die Science Fiction die Sachen viel profilierter bringen. So, das war jetzt die kurze Vorrede, und jetzt geht es rein in die eigentlichen Thesen. Und die erste These ist banal. Man kann natürlich jetzt mal gucken, was bringt die Science Fiction an neuen Technologien. Das haben verschiedene gemacht, und natürlich gibt es da eigentlich ein ganz gute Beispiele aus der Geschichte dafür. Ich habe hier nur ein paar von diesen Beispielen genommen, und es gibt auch, ich kenne zwei Untersuchungen darüber, welche Erfindungen aus der Science Fiction dann tatsächlich realisiert worden sind. Die eine ist von Althoff, Georgi Althoff, der das anhand der Werke von Jules Verne gemacht hat. Das ist in den 60er Jahren in Alma-Ata veröffentlicht worden, habe ich aber natürlich. Und das andere ist mal in der Zeitschrift Futures gekommen, und da hat jemand 777 Prognosen von Technikern, Managern, Science-Fiction-Autoren genommen, und also manche ja ungeheuer viele Prognosen abgegeben, Edison und so, und davon ist doch nur ein kleiner Teil verwirklicht worden. Henry Ford, der hat auch 6 Prognosen abgegeben, keine davon ist eingetroffen und so, während das Edward Bellamy dann ganz gut dastand. Aber das ist natürlich eher ganz zufällig. Also hat immerhin 35% der Verbote Bellamy. Okay. Nun muss man natürlich sehen, dass es ganz unterschiedliche Typen von Autoren gibt, und ich mache das immer gern an den beiden Altvätern fest. Einmal Jules Verne, der tatsächlich versucht hat zu extrapolieren und der sich auch gut informiert hat. Also beispielsweise taucht ja in Paris im 20. Jahrhundert in dem Roman so etwas wie eine Faxmaschine auf. Die hat er nun nicht selber erfunden, sondern er hat da ein Patent genommen, Casellis Pantelegraph, und hat es sich einfach noch ein bisschen ausgemalt und ist dann da drauf gekommen. Also das war sozusagen viel Verne, während es Herbert George Wells eher spekulativ vorgegangen ist. Was
dann auch mal Jules Verne sehr verärgert hat. Er hat gesagt, wir gehen nicht auf die gleiche Weise vor. Bei mir, da ist das alles sozusagen wissenschaftlich, ich nutze Physik, aber er macht irgendwelche verrückten Erfindungen. Ich schieße meine Leute in eine Kanonenkugel zum Mond. Das geht physikalisch. Und was macht er? Er erfindet irgend so ein Schwerkraft-Dingsbums-Metall. Das gibt's nicht. Und also hat sich da der gute Jules Verne in seinen letzten Jahren, hat er sich, also 2 Jahre vor seinem Tod, sich ziemlich aufgeregt. Sagst du, très joli, but show me this metal. Das ist ganz lustig, aber zeig mir mal das Metall, hat er dann dem amerikanischen Journalisten gesagt. Das ist natürlich eine schön unsinnige Selbststilisierung. Das ist eine ganz nahe Selbststilisierung, aber er hat wirklich viel aufgegriffen. Also das muss man ihm überlassen. Er hat natürlich auch übertrieben und sonst was alles. Aber okay, für mich ist es natürlich schön, die beiden gegeneinander stellen zu können und dann wirklich die spekulativen Sachen von Wells, nicht bloß Zeitmaschine, sondern auch The Food of the Gods, also mit dieser Wundernahrung, die zu Größenwachstum führt, oder Insel des Dr. Moreau, das zu nennen. Ja. Das ist ein klassischer Generationskonflikt gewesen. Das ist auch ein bisschen. Also, ja, natürlich hat er auf den etwas Jüngeren herabgeschaut, der gute Schüler, das kann man schon sagen. So, das ist dann die nächste Generation, das ist, da gibt es in Luxemburg Stadt, da gibt es sogar eine Rue Hugo Gernsback. Also die haben das, immerhin haben die das begriffen, dass Gernsback ein Luxemburger ist. Also ich habe mich da sehr gefreut, als ich dort war. Und da befindet sich ein Kino und das heißt Utopia. Aber die haben gerade nichts Utopisches gezeigt, als ich dort war. Gut, Gernsback also von Luxemburg in die USA ausgewandert. Und er, also wirklich ein Verrückter unter dem Herrn, muss ich sagen. Der hat nicht bloß diese Unmengen von Zeitschriften gegründet und das Wort Science Fiction erfunden. Der hat ja unter anderem sich auch ganz stark für das Fernsehen eingesetzt, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und es gibt Bilder von ihm, wie er schon sowas wie Google Glass trägt, nämlich so eine Fernsehbrille hier. Da kann man sich vorstellen, dass da 2 sozusagen kleine Kathodenstrahlröhren mit Bildschirmchen drin waren. Und sehr augenfreundlich kann es nicht gewesen sein, aber er hat dann gesagt, und in wenigen Jahren hat jeder Mensch so etwas. Also hat jetzt noch etwas gedauert, aber immerhin. Gut, und wenn man sich so ein Buch wie Ralph 124C41+ anschaut, da gibt es vieles, was drin stimmt, wo er auch technische Entwicklungen aufgegriffen hat. Er hat ja auch dann Zeitschriften, so Hobbyisten-Zeitschriften darüber rausgebracht und einige Sachen, die er auch aufgegriffen hat, außer, kann ich sagen, wissenschaftlichen anderen Literatur, die da nicht treffen, habe ich hier mit dem Daumen nach unten gekennzeichnet. Das also zu dem guten Hugo. Was ist ein Bacillatorium? Das ist nach Debian und Rigaud, die in 1910 vorgeschlagen haben, dass man durch Einatmen von Radiumdämpfen, also sie meinen, oder Radiumemanation, das heißt Edelgas Radon, leicht radioaktiv, dass das alle Bazillen im Körper abtötet und man dann dadurch ewig jung und frisch bleibt. Also das Bazillatorium. Nachzulesen auch in dem Sammelband Die Welt in 100 Jahren, also in diesem Sachbuch. So, ja. Ja, genau, radioaktiv ist auch und dann später natürlich noch die Schuhgrößenausmessung. Gut, Hugo Gernsback, wie gesagt, hat auch Sachbücher geschrieben, Radio for All, das kam genau richtig. Nach dem Krieg hat dann The Radio Craze in den USA eingesetzt, die Verrücktheit, also war wie Internet. Und genauso wie wir heute über das Internet nachdenken, hat der Bursche hier alles Mögliche da reingebracht. Also Radio Business Controller. Also ich weiß nicht, ob das sowas wie BlackBerry oder so sein sollte, also jedenfalls so eine, oder Television and Automatic Radio Phone, und der stellt dann unten, wie in seinem Roman, die Übersetzung ein. Also auch ganz da der Radio Clock, wo die Zeit dann per Funk übermittelt wird und natürlich die Luftschiffe und so weiter, alles durch Radio verbunden. Dann wurde auch Energie übertragen. Wir wissen nicht immer, wo da Radio steht, müssen wir heute immer Wireless sagen, nicht wahr? Das Witzigste ist da rechts, links unten in der Ecke. Radio Heating!
Also auch die Wireless-Heizanlage, alles schon da gewesen bei Hugo Gernsback. Insofern hat man eine enge Verbindung von Science-Fiction mit nicht fiktiven Spekulationen und Visionen über die Zukunft. Das ist sozusagen ein und derselbe verrückte Zeitgeist, der diese Dinge hervorbringt. Und nun kann man natürlich versuchen, dann mal systematisch Science-Fiction auszuwerten, nicht bloß nach hinten, was sich schon realisiert hat. Genau, ich war da auf dem Computerblatter auch. Sowas ähnliches. Ja, da, ja, da ist auch ein Blotter da. Nee, nee, also das ist ja sehr Range of Business Control. Nee, das ist ja. Also das ist die Fax-Machine, das ist ja, 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 das ist zur Übertragung. Correspondence by Radio. Ja, und, so wie die ersten Computerdinger eben ohne... Ja, ja, genau. Also man sieht hier einen Line-Printer, ja, man sagt, oder sowas ähnliches. Radio-Powered, ja. Also alles mögliche. Tolle. Tolle Sachen jedenfalls. Ja, ja. Radio, alles Mögliche. So, wie eben heutzutage Internet, alles Mögliche und so fort. Gut, und also man kann natürlich auch mal versuchen, Science-Fiction dann systematisch auszuwerten. Leider ist die ESA da nicht auf mich gekommen. Also die haben dann das mit dem Maison d'Ailleurs gemacht, also in Neuchâtel. Und haben dann tatsächlich eine große Anzahl von Science-Fiction geschaut, welche für die ESA relevanten Technologien sind drin. Also es fängt an von tollem Raumanzugdesign und geht bis hin zu ja, eben allen möglichen technischen Dingen, interstellare Staustrahltriebwerke, wo man eben die herumfluktuierenden Wasserstoffatome einsammelt, um die zu verbraten, oder magnetische Schilde und sonst was alles. Orbitallifts, Asteroidenbergbau. Es war nicht, muss ich sagen, wenn man da durchblättert, die haben natürlich die realistischen Sachen genommen, und es war insofern für einen, der Science Fiction liest, war das alles kalter Kaffee in dem gewissen Sinn. Für die ESA wahrscheinlich nicht, und die suchen natürlich immer danach, wo gibt es neue Sachen, die wir entwickeln können. Also beispielsweise magnetische Schilder, denken wir immer so an Enterprise, und dann haben sie dann ihr Schild und vorne nur noch 24%, 50%, also drehen wir die Enterprise um und so. Und tatsächlich versuchen heute Firmen wie, jetzt heißen sie Airbus, also früher EADS Astrium, die überlegen dann, können wir elektromagnetische Schilde für das Wiedereintauchen eines Raumflugkörpers in die Erdatmosphäre machen? Also nicht bloß eher sozusagen magnetodynamische Bremsung, sondern dass man sozusagen die Luft vor dem eintauchenden Flugkörper ionisiert und auf Distanz halten kann dadurch, und die Hitze sozusagen nicht übertragen wird. So, besser als Kachel. So, in jedem Fall, also solche Dinge, also mitunter kommt dann doch was. Ich hätte beinahe vor anderthalb Jahren auch sowas machen können. Da kam nämlich der Herr Keller von KSB-Bomben, der kam dann zu mir und sagte, also er hatte die Idee, mal Science Fiction da auszuwerten, zum Thema Fluid Handling. Ja, klar, also wir stellen ja nicht bloß Pumpen her, sondern es geht darum, wie man mit Flüssigkeiten umgeht, deswegen Fluid Handling. So, und was gibt es da in der Science Fiction? Habe ich gesagt, na gut, also die Raumschiffe haben alle irgendwo Pumpen, aber das wird nie extra beschrieben. Das ist, funktioniert ja, einfach. Ja, das funktioniert einfach, genau. Und die Arme, ja, hat er gesagt, das ist so toll, was sich bei den Pumpen entwickelt. Die werden immer kleiner, Mikro, Mini und Nanopumpen und so fort. Und das ist eigentlich ganz toll. Und naja, gut, und was gibt es da in der Science Fiction? Und da habe ich dann ein Projekt vorgeschlagen. Interessanterweise findet man am ehesten noch etwas in der Science Fiction der Zwischenkriegszeit bei P.A.M. Müller und solchen Leuten, die dann mit eben so Großtechnik beschrieben haben. So richtig altdeutsche Ingenieur-Science Fiction mit großen Turbinen und dicken Wasserrohren oder was immer da drin fließt. Die haben sich noch um Fluid Handling gekümmert. Heute spielt das höchstens noch bei implantierten Dosierungssystemen in der Medizintechnik eine Rolle. Also, okay, ich habe natürlich einen Projektantrag geschrieben, aber er ist dann auch weggegangen, hat sich selbstständig gemacht, und seine Nachfolger haben die Idee nicht mehr aufgegriffen. Die hat er ihn als Kuckucksei da in das KSB-Nest gelegt gehabt.
So, nächste Science Fiction, inspiriert und motiviert. Da könnte ich jetzt jede Menge Leute aus der Gruppe um von Braun zitieren, die gesagt haben, ja, also wir haben damals Jules Verne gelesen, wir haben damals das gelesen, wir sind dadurch motiviert worden. Man kann die Astronauten und Kosmonauten fragen und fast jeder hat irgendwann mal Raumfahrt-Science-Fiction gelesen und sich zum Teil eben dadurch inspirieren lassen. So. Also das ist nichts Besonderes. Kann man anschauen, wie die Entwicklung verlief und nach welchen Modellen, das will ich gar nicht machen. Nur so ein schönes Bildchen. Aber das Tolle ist eben, dass tatsächlich Raumfahrtpioniere wie Tsiolkovsky und Obert dann wirklich zu Science Fiction gegriffen haben, um ihre Ideen zu popularisieren. Also Tsiolkovsky in der Junia beispielsweise oder die Träume von Himmel und Erde und diese Dinge. Also nun kann man sagen, literarisch vielleicht nicht das Mitreißendste, aber offensichtlich ein sehr gutes Mittel, um die Idee der Raumfahrt an die Menschen zu bringen. Und Hermann Obert, der hat dann auch so Wege zur Weltraumfahrt, da hat er da auch so ein bisschen was eingebaut in der Art und Weise, na, nicht richtig Science Fiction, sorry. Gut, andere wären dann Max Walier und solche, könnte man noch erwähnen. Also es gab da einige, die das benutzt haben. Und hier in dem Buch, die Möglichkeit der Weltraumfahrt, da ist ja auch dieser schöne Übersichtsartikel von Demos über die Raumfahrtdichtung. So viel vielleicht hierzu. Und dann kam natürlich die Frau im Mond. Frau im Mond. Nun muss man sagen, die UFA hatte tatsächlich in den 20er, 30er Jahren schon wissenschaftliche Berater, so wie es später in Hollywood nach dem Krieg üblich wurde. Da empfehle ich sehr von David Kirby Lab Coats in Hollywood über wissenschaftliche Berater bei amerikanischen Blockbusterfilmen. Weshalb haben die es gemacht? Weshalb haben die fast nie wissenschaftliche Genauigkeit durchsetzen können, waren dann aber zum Teil sehr zufrieden damit. Und so ähnlich eine Rolle hat hier eben Obert gespielt, der tatsächlich seine Ideen, seine Vorstellung der Rakete hier hat unterbringen können. Und also selbst Bahnberechnung, die Hohmannsbahn, also die mit der geringsten Energie verbundenen Bahn, sowas, alles richtig. Dass es auf dem Mond dann Luft gab, war natürlich so ganz typischerweise dem Drehbuch oder der Handlung geschuldet, wie in amerikanischen Filmen, wo man dann auch kaum auf fremden Planeten nimmt man den Helm ab und so. Das ist einfach, weil es für die Handlung notwendig ist, kam man nicht drum. Es gab auch damals einen Streit. Also da hat Robert gesagt und vielleicht noch andere, die mit beraten haben, also auf dem Mond, da gibt es keine Luft. Na, aber vielleicht auf der Mondrückseite, dann lassen wir die so leicht herumlanden, wissen wir ja nicht genau. Und tatsächlich, so verfahren die mitunter auch bei den amerikanischen Filmen, wenn es dann um Wissenschaft geht und die Wissenschaftler sagen, also gehen es dann, na, aber vielleicht da irgendwo ganz am Rand und wenn wir noch diese Bedingung annehmen und die Bedingung, also mogelt man sich so ein bisschen rum. Ja? Herr Karl-Heinz, aber was da noch fehlt, ist die Motivation damals in dem Film, warum die zum Mond gefahren sind oder geflogen sind. Nicht aus Jux und Dollerei oder was so eine tolle Sache ist, sondern weil sie da Bodenschätze Gold, und das wäre natürlich auch Daumen runter. Ne? Genau, das ist das, was wir heute mit Asteroidenbergbau betreiben wollen, der inzwischen durchaus kommerziell diskutiert wird, also bis hin zum Durchrechnen von Geschäftsmodellen, leider nicht durch uns, würde ich gerne machen. Also, okay, also solche Dinge, man sieht da so ein Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit und dem, was man ans Publikum transportieren kann. Und man darf nicht gegen das verstoßen, was sozusagen in der Schule als Astronomie gelehrt wird, das ist ganz klar. Man kann aber gegen irgendwelche Spezialerkenntnisse der Wissenschaften kann man sehr wohl vorgehen. Also die braucht man nicht so ernst zu nehmen, weil das halt keinem auffällt. Und außerdem kann man eben eigene Ideen transportieren, also in Jurassic Park, da war ein amerikanischer Biologe,
Paläontologe, der da als Consultant gewirkt hat, und der hat es geschafft, da praktisch ein neues Saurierbild durchzubringen. Nicht diese trägen Saurier aus dem 19. Jahrhundert, die dann schon alles Niedermampfen und Kaltblüter sind, sondern schnelle, agile, kleine, wie Velociraptoren, die einem dann zack aus der Wiese weg futtern und so. Also er hat es geschafft, diese Vogel eben, das Bild, sozusagen das Saurier eher wie Vögel agiert haben oder aufgebaut waren und nicht so sehr wie unsere heutigen Reptilien, das hat er damit durchsetzen können. Also insofern kann Science Fiction motivieren, inspirieren und wissenschaftliche Bilder transportieren. Und außerdem hat natürlich hier Obert dann noch Geld gekriegt, um seine Versuchsrakete zu bauen. Übrigens, ein Hinweis, als Randnotiz. Es gibt im Filmmuseum am Potsdamer Platz eine ganz interessante Ausstellung, also nicht zu Science Fiction, aber unter anderem Frau Mond, auch Metropolis und so weiter. Und zwar über das Thema Licht und Schatten der Filme Weimarer Republik. Kann ich sehr empfehlen. Also da wird das alles auch in Details dargestellt, auch mit dem Countdown. Die sehr interessant, also Mafia Haru und so weiter. Also auch andere Filme und so und Namen fallen da, die selbst ich nicht kannte und so, obwohl ich mich sehr für diese Filme interessiere. Und in dem Buch über Willy Ley findet sich natürlich auch einiges. Der war nämlich auch dort. Und hier, doch, das ist der Willy Ley. Hier mit der Redstone-Rakete in der Hand, der die Walt Disney erklärt. Rechts ist Stuhlinger und links ist Werner von Braun. So, also im Vorfeld des Apollo-Projekts, also eben noch nicht durch war, man muss zig Milliarden in Raumfahrt investieren. Da haben sich die Raumfahrtpioniere, die dann von Peenemünde in die USA geholt werden, darum bemüht, auch Zeitschriften und den Film einzuspannen. Also im Collier's Magazine, da ist dann viel erschienen und dann eben Filme wie Endstation Mond nach damaligen Vorstellungen, ziemlich wissenschaftlich und dann Walt Disney hat zwei Zeichentrickfilme hier mit den Titeln Mars and Beyond, Man in Space, hat er auch angefertigt, die hübscher, die sind nicht allzu lang, die sind ganz hübsch, ich habe sie leider nicht und damit haben die sozusagen auch das Feld bereitet. Das ist also insofern hat Science Fiction durchaus dazu beigetragen, es hat mal einer der Raumfahrthistoriker geschrieben, hat dazu beigetragen, dass der Mond ein halbes Jahrhundert vor der Zeit erreicht worden ist. Also dass die Menschen zu früh auf dem Mond waren, ja, und dann halt eine lange Lücke ist, bis dann wieder welche kommen. Und wenn die Amis dann nicht 1969 den Mond betreten hätten, hätten wir vielleicht 2005 dann schon eine Mondstation gehabt, da man dann langsamer und sinnvoller sich der Sache angenähert hätte und es nicht als eine Stunt-Aktion geradezu nach Hollywood-Prinzipien durchgeführt hätte. So, ich bin bei der nächsten These. Science Fiction gibt Leitbilder vor, Beispiel Roboter, aber erstmal Leitbilder, da gibt es eine ganze Theorie, Guiding Images oder Visions dann auch, Technik Zukünfte nennen es manche. Also das sind Bilder, die in den Köpfen der Entwickler, der Manager und so weiter sind, die gemeinsame Bilder sind, die können sich anhand dieser Bilder verständigen, die können anhand der Bilder dann auch Folgen diskutieren, Details diskutieren und das haben dann mal, wie ihr seht, Soziologen dann aufgedröselt in kollektive Projektion, synchrone Voradaption, funktionales Äquivalent und so weiter, kognitiver Aktivator, also bringt das Denken auf Trab, individueller Mobilisator, motiviert die Leute, interpersoneller Stabilisator, hält die Teams zusammen. Also man kann es auch in, wie heißt es, leichtem Deutsch ausdrücken. So, muss man aber nicht. Gut. Ja, und Roboter seit der Antike, kann Athea sagen, was weiß ich, und so fort, sind die ja im Schwange. Ich habe hier nur einige Beispiele davon, also man könnte ja eine ganze Geschichte davon erzählen. Also zuerst aufgezogene Roboter, das ist noch so Olympia bei Hoffmann, dann dampfgetriebene Roboter, das ist, da hatte ich vor drei
vier Jahren oder vor zwei Jahren in Leipzig über The Steam Man of the Prairies vorgetragen. Also da gab es sozusagen den Dampfmann, der da durch die Berlin gestampft ist und Wild-West-Abenteuer gemacht hat, dampfbetriebene Pferde und sowas alles. Und schließlich dann im 20. Jahrhundert natürlich elektrisch. Und spannend für mich ist es, dass heute in der Roboterforschung tatsächlich darüber diskutiert wird, dass Roboter sowas wie eine Ethik brauchen, also dass man denen versuchen muss, Prinzipien einzubauen, also in die Software einzubetten, die sehr viel feiner sind als Asimovs Robotergesetze. So, beispielsweise, wenn ein Mensch in der Nähe ist, bewege dich nicht zu schnell und druckhaft und solche Dinge. Oder wenn ein Mensch in der Nähe ist, pass auf, die bewegen sich unvorhersagbar. Und solche, also vorerst noch so, aber im Prinzip läuft es hinaus, so etwas Ähnliches wie die Robotergesetze jetzt tatsächlich einzubauen. Also das ist ganz verrückt. Und die beziehen sich ja auch alle darauf und leiten ihre Ideen davon her. Und dann ist natürlich wieder witzig für mich zu sehen, wie sich Nationalcharaktere durchschlagen in der Roboterforschung und wie eben japanische Roboter ganz anders aussehen als deutsche Roboter. Das sind so die niedlichen kleinen Japanischen, die da eben dann sozusagen mit dem Aibo Gassi gehen, während es die deutschen Ingenieurroboter sozusagen direkt noch aus dem Schacht kommen. Das sind nicht die niedlichen kleinen Japaner, das sind die Manga-Vorbilder. Das sind die Manga-Vorbilder. Ach so, ja, richtig. Genau, ja, und was sind unsere Vorbilder? Das sind so brutale, alles kleinschlagende Kriegsroboter. Ja, wir haben keine Mangas. Das ist, wenn man eine kulturelle Epoche verschläft, wird es natürlich stimmen. Also noch was anderes über diese Leitbilder. Ich habe mal einen Vortrag über Mode der Zukunft gehalten. Vor, wie heißt die Firma? Rosner in Ingolstadt. Und nach mir war ein Schönheitschirurg dran. Also, der hat uns auch gleich Verhandlungen zu Sondertarifen angeboten. So, also, brauchen wir ja nicht. Also, jedenfalls kann man sehen, dass es selbst in der Mode der Zukunft verschiedene Klischees gibt, die sich dann durch die Science Fiction durchziehen und die dann wieder von der Öffentlichkeit aufgegriffen werden. Also in den 20er Jahren, also sozusagen vor dem Ersten Weltkrieg, das sind die Marsianer, die sind alle wie Griechen oder Römer gekommen, also in Toga. So. Nach dem Weltkrieg kamen neue Materialien auf. Dann kamen die entweder mit irgendwie Alubekleidung, Alufolie war was ganz Tolles, oder in Zellophan, Frauen natürlich möglichst durchsichtig. So, und das Weiß hat sich allerdings dann sozusagen von der griechischen Epoche der Science-Fiction-Mode her noch erhalten. Und das hatte große Wirkungen. Ich habe vor allen Dingen hier dieser Film Things to Come von Alexander Korda nach Herbert George Wells, The Shape of the Things to Come, sehr zusammengedampft. Und dann, als ich glaube, das war 1939, der erste Con in New York stattfand, dann haben die Jungs sich dann schon so angezogen wie in dem Film. Das war die Mode der Zukunft und das hier ist ein Beispiel Fashion of the Future. So. Und wenn man schaut, wie sich das durch die populären Zukunftsdarstellungen durchzieht, sieht man weiterhin ungeheuer viel Weiß und so Silbern und sowas. Wobei seit den 70er Jahren auch schwarz aufkommt, also sozusagen so eine Gothic-Zukunft dann sich auch breit gemacht hat, zusammen mit Ökokatastrophe und so. Also hat sich ein Strang abgespaltet. Aber Toyota hat dann eben seine i-Unit auf der IAA in Frankfurt vorgestellt, also ein besonderes Fahrzeug da, das so kippen kann und sowas. Und die Mädchen, die das vorgeführt haben, die waren dann eben so ihre Mannequins of the Future. Also manche Klischees bleiben verdammt lange hängen. So. Was wir machen in der Zukunftsforschung ist, wir suchen immer nach schwachen Signalen und finden alle möglichen Signale und nicht richtig was Verwertbares. Also schwache Signale nach Definition sind sozusagen kleine Hinweise auf wichtige zukünftige Entwicklungen. Kommt so aus dem strategischen Management heraus, wo ein Igor Ansov in den späten 60er, frühen 70er Jahren in den USA
den Leuten gesagt hat, also es genügt nicht, immer denselben lauten Trommeln nachzulaufen, ihr müsst auf die schwachen Signale hören, Dinge, die heute noch ganz klein sind und wo dann später mal ein Megatrend drauf wird, der euer Geschäft zerstört oder sonst was so. Und ja gut, und deswegen sind die Zukunftsforscher jetzt immer hinter den schwachen Signalen her und häufen die auf und es hilft überhaupt nichts. Also so Frühwarnung richtig funktioniert, tut es aber nicht, aber es gibt ganze Systeme dafür. Natürlich hat man auch versucht, die Science-Fiction hierfür einzuspannen. Science-Fiction-Autoren, die stehen ja in dem Ruf, alles besonders früh vorherzuwissen und noch bevor der Hahn auf dem Dach kräht, im Bett schon aufzuspringen, um dann die Ideen zu notieren. Und entsprechend sieht man das dann auch in Darstellungen davon, wie sich Ideen, wie sich Themen verbreiten, also Emerging Issues, das sind gerade entstehende Ideen und wo die zuerst sichtbar werden und bis sie dann irgendwann mal von allen bekannt sind, oder der Herr Krampe, der hat das auch schon vor inzwischen 30 Jahren, mein Gott, hat er das gesagt, also fängt an, die Ideen sind zuerst in der Science Fiction und irgendwann im Schulfunk und in Dissertationen und dann kann man sie vergessen. So, das war also, ich teile die Meinung über Schulfunk und Dissertationen, aber man kann so sehen, so, dass es gibt gewisse Medienkaskaden und natürlich ist die Science Fiction besonders gut geeignet, um verrückte Ideen, auch halbseitige Ideen von Visionären oder Spinnern, das ist ja oft nicht unterschieden, dann vorzubringen. Und natürlich als Autor versucht man immer, etwas möglichst Spektakuläres zu bringen und muss also darauf zurückgreifen. Weil die Hypothese ist, als Autor greift jemand sehr früh auf technische Ideen zurück, aber auch auf gesellschaftliche Ideen und spürt vielleicht ein bisschen früher als die anderen oder beschreibt es früher als die anderen, dass sich in der Gesellschaft im Untergrund da was tut. Und man kann es natürlich auch auf Künstler im Allgemeinen beziehen, denen man ja so ein besonderes Sensorium attestiert. Der Eckhard Nings, der früher die Zukunftsforschung bei Daimler geleitet hat, hat gesagt, er geht immer in Kunstausstellungen, um da solche schwachen Signale wahrzunehmen. Aber er konnte mir da nicht richtig sagen, was die Signale denn nun waren und was sie bedeutet haben. Und dann gibt es eine finnische Kollegin, Elena Hiltunen, die darüber auch ihre Dissertation geschrieben hat und die ist durch Helsinki gegangen und hat immer schwache Signale fotografiert. Also er hat dann geguckt, wo fällt ihr was auf? Ach, plötzlich haben die überall so Steinkugeln hingesetzt da in die Stadtlandschaft. Das ist doch ein wichtiges, schwaches Signal. Wenn ich sie frage, ja, wofür steht denn das Signal? Was sagt es aus? Wusste sie nicht. Also ich sage, ohne eine Interpretation ist es kein schwaches Signal. Also ist es bloß eine irgendwie Beobachtung. Gut, nun kann man sagen, Science-Fiction-Autoren bringen sehr früh verrückte Sachen, weil sie ihre Leser eben faszinieren wollen und natürlich sich von all diesen anderen Autoren unterscheiden wollen, die auch dauernd gute Ideen haben, was einfach fürchterlich ist. Was war das Wortprinzip? Ach so, dass man Ideen systematisch durchspielt. Was wäre, wenn? Also man setzt an, man überlegt sich, jeder hat ein Auto, was haben wir davon? Nicht große Freiheit, sondern Stau. So, also einfachste Möglichkeit, das ist das, was Angela und ich auch immer gerne machen. Wir überlegen uns, ja, Leute kriegen Schand auf den Hinterkopf, brauchen nichts mehr zu lernen. Ach, was ist das Schlimmste, was man damit anfangen kann? Und dann fängt man an, das systematisch durchzuspielen. Das What-If, das ist auch ein bisschen wie Zukunftsforschung. Als Zukunftsforscher nimmt man an, dass eine bestimmte Sache eintritt und versucht dann Folgen davon abzuleiten, nur auf eine sehr viel methodischere Weise. Und man muss aufpassen, dass man nicht zu verrückte Ansatzpunkte nimmt, sonst folgen einem die Klienten nicht mehr. Also der Science-Fiction-Autor, der hat Leser als Publikum, wir haben unsere Klienten als Publikum und die Klienten, die wollen dafür was Nützliches für ihr Geschäft rausholen und nicht bloß von uns gut unterhalten werden. Wobei ich das auch immer sage, also ich sage, wenn wir Projekte verteidigen, also so gegen andere Zukunftsforscher und Kunsthalter, sage ich immer, ja, also die können ja auch methodisch arbeiten, aber mit uns werden sie den meisten Spaß bei ihrem Projekt haben. Sieht nicht immer. So, gut. Ich meine Deutsch.
So, dann Science Fiction als Frühwarn, also nur mal ein Beispiel, so was alles herumgenanot wird, das ist ja doch in letzter Zeit so abgenuddelt worden, dass man sich kaum mehr out. Ja, ja, eben, man schreibt darüber schon nicht mehr und so. Und Urinale in der Autobahn. Genau. So. Das ist eben, es ist fürchterlich runtergekommen. Ja, Bofur-Dinger, das muss ich natürlich hier in Luxemburg. Ja, hier haben wir Nano-Etiketten auf der Bierflasche. Was sage ich? Ja, hier, guck mal, Bofur-Dinger heißt da. Die haben gutes Bier. Und der eine Junge von dem Fonds National, der hat selber Bier gekauft. Ein bisschen obergierig, aber okay. Also gut, und ja, das ist, sind eigentlich war es nicht Nano, das ist nämlich einer der Etikettenschwindel. Bei Nano gibt es fast nur Etikettenschwindel. Und hier bestand er darin, dass es sich um mikroverkapselte Farbpigmente handelt. Und das war so, wenn das Bier schön gekühlt auf den Tisch kam, dann konnte man das Wappen von Bofur-Dinger so grün auf weiß gut sehen. Und wenn das Bier lauwarm geworden ist, da hat man nichts mehr gesehen. Da war das nur so grau-weiße Fläche da gewesen. Also konnten. Aber ja. Auf der anderen Seite ist das jetzt nicht nur durch, sondern es ist so Realität geworden. Das ist Realität. Und zwar auf ganz primitive Weise mit diesen komischen Plastikteilchen im Peeling von Waschmitteln. Und so ist es fürchterlich. Genau. Flüsse da haben wir die Drehguten. Ja, die sind da, schon groß. Bloß, dass sie sich noch nicht selbst vermehren, aber zerstören, alles trifft dann schon zu. Okay, gut, aber das habt ihr alle angeguckt und da brauche ich nichts sagen. Und dann habe ich mal, das war das für einen Vortrag oder für was anderes, geschaut, was gibt es denn so noch an schwachen Signalen aus? Ja, davon habe ich noch nicht erzählt. Das für den Eckhard Minks und Daimler haben wir im Jahr 2000 mal Science Fiction ausgewertet. Da hatten Agela und ich ein Mini-Projekt von denen bekommen, also unabhängig von meinem Institut. Und da haben wir dann Erik Simon auch mit eingespannt und haben wir dann ausgewertet, was gibt es denn so Neues in der Science Fiction, was dann auch vielleicht für Daimler interessant, damals hieß noch Daimler Chrysler, interessant sein konnte. Also eben Transhumanismus in unterschiedlichster Art, also dass in der Menschheit eine neue Menschheit entsteht, entweder biologisch oder irgendwie. Oder wenn man an die Strugatskis Wanderer-Trilogie denkt, dann gibt es ja auch irgendwo, da entstehen dann schon die nächsten Menschen, man weiß nicht, wie man sich denen gegenüber zu halten hat und so weiter. Oder hier, wir haben hier die Nancy Kress mit der Battle-Trilogie zitiert. Also solche Dinge gibt es eine Menge. Dann Alternativgeschichtsromane sind seit 1990 verstärkt aufgekommen. Gab's schon lange, schon seit einem verrückten Franzosen 1812, der dann Napoleon die Welt erobern ließ, aber eben verstärkt nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Irgendwie die große Utopie war weg, die Utopie hat sich in die Geschichte zurückgezogen. Also sowas kann man feststellen. Oder um die Jahrtausendwende gab es in den USA so einen richtigen Boom von evangelikaler Science Fiction, wo dann tatsächlich die Menschen, wie heißt das, Rapture in Deutsch? Behind-Serie. Ja, wie man in den Himmel gehoben wird, also die 144.000 richtigen Gläubigen. Und dann haben dann manche schon auf ihr Auto hinten drauf ein Schild gemacht, Achtung, im Falle des Aufstiegs zum Himmel ist mein Auto ohne Führer. Okay. Und dann andere sind rumgefahren, im Falle der Rapture nehme ich gern dein Auto. Also okay, also solche Sachen kann man... Und der Michael Zalewski, der inzwischen auch schon emeritiert ist, Geschichtsprofessor in Kiel, vorzugsweise Militärgeschichte, bekannt für sein Büchlein Zeitgeist und Zeitmaschine, der hat dann geschrieben, dass die Science Fiction eben nicht einfach ein Ausdruck von Zeitgeist ist, sondern sie ist der Zeitgeist. Sie ist das sozusagen das Original, das Grundbestandteil und alles andere sind Reflexe. Und wenn man sich so anschaut, wie Science-Fiction-Motive Fernsehserien jeglicher Art durchdrungen haben und überhaupt unser Leben durchaus durchdrungen haben, Werbung durchdrungen haben, da ist dann schon sehr viel dran. So, das nächste ist Wild Cards. Ich bin ja der deutsche Spezialist oder der europäische Spezialist für Wild Cards, um mal bescheiden zu sein. Der amerikanische ist John Peterson. Und das sind überraschende Störereignisse, so wie
Russland überfällt die Krim und nennt das Befreiung gegen Faschisten, also was dauernd mal passieren kann. Und Wildcards sind überraschende Störereignisse, die eine enorme Wirkung haben, die aber vorher eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben. Also wir sagen unter 10% im angegebenen Zeitraum und die deshalb große Wirkungen auslösen. Gibt es verschiedene Definitionen dafür. Die findet man aber nicht mit diesen schwarzen Schwänen? Nee. Schwachen Signalen. Mit den schwachen Signalen? Ja, nein. Aber wenn das passiert ist, dann sagen sie alle, ja, das hätten wir ja schon. Genau. Also sagen sie alle, also da haben Signale doch diese jungen Männer, ungepflegt mit langem Bart, haben doch Flugschuhe unterwegs. Genau, das war ja ein schwaches Signal. Aber da gab es auch zwei Anschlagsversuche vorher. Es gab schon zwei. Man hätte ja bloß... Die amerikanischen Zukunftsforscher hatten es lange schon auf ihrem Radarschirm. Davor, 2 Jahre davor, ja. Im Titelblatt vom Buch. Ja, dieser eine Film, es war in einem kleinen Kreis, war das durchaus verbreitet. Nee, es gab auch einen nur Film, der Zeitpunkt dann. Es gab auch einen Film mit Richard Burton, wo die das getan haben. Also aus den 70er Jahren war das sozusagen. Ja. Also eben nachträglich ist es immer leicht. Und deswegen sage ich, wenn die erstmal eingetreten sind, dann verändern sie unsere Wahrnehmung der Zukunft. Wenn sie alles über Sicherheit der Gegenwart, aber auch der Vergangenheit. Wir sehen, weil sie überall haben, die sich vorbereitet und so. Und dann wissen wir auch, wie dumm die NSA war, um das nicht mitzukriegen. Aber kein Wunder, wenn man gegen die Stasi alles sammelt, dann ist man letztlich ganz bekloppt. Also das ist... Also ich rede dann von Erdbeben der geistigen Landkarte und nehme dann immer so eine schöne Illustration aus Le Libération. Le 11 September hat profondément changé le monde. Der 11. September hat die ganze Welt grundlegend verändert. Da haben die Franzosen sich drüber lustig gemacht, sehr zum Ärger der Amerikaner. So. Na gut, shit happens uns Amerikaners. Also. Und das sammeln wir natürlich. Und da hatten wir schöne Beispiele aus der Science Fiction. Deep Impact übrigens auch ein Film mit einem guten astronomischen Berater, der versucht hat, das alles so genau wie möglich zu machen. Also viel akkurater als in Armageddon beispielsweise. So. Und, oder 2012. Ja, oder so richtig. Also, ja, na gut. Ja. Ja, da hat Emmerich hat mich auch mal angerufen. Also. Aber ich glaube, ich war ihm keine große Hilfe. Ich habe versucht, ihm die Idee auszubringen. Okay, also, weil gerade so Asteroideneinschlag ist natürlich so was Typisches. Wobei die Filme haben bewirkt, dass man die Near Earth Objects jetzt relativ ernst nimmt. Also, dass die wirklich auf die forschungspolitische Agenda gekommen sind. Auf dieser Meteoritenfall da in Russland da. Ja, da hat es nochmal gepusht jetzt. Das bringt halt nicht. Ja. Wenn es nicht Amerika trifft. So, also. Gut, und wir versuchen das immer so zu bewerten nach Wahrscheinlichkeit und nach Wirkungsstärke und wir geben dafür Urlaub. Und eine andere schöne Sache, die passieren kann, ist das Carrington-Event. Das Carrington, also das da gibt es inzwischen auch Romane, Blackout und sowas. Wobei die Blackouts ganz unterschiedlich passieren. Wir wissen Sonnensturm, also damals ein Amateurastronom am besten beschrieben hat. Damals hat es so richtig in den Telegrafenleitungen gefunkt, sind einige Maschinchen da kaputt gegangen und so. Man hatte über Neapel Nordlichter. Also so, da war wirklich schön, möchte ich mal mitmachen, geomagnetischer Sturm und so weiter. Wenn man das heute sieht, da denken natürlich alle, ach ja, das sind die Leitungen und so, und dann müssen wir die ganzen Strippen neu ziehen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Problem sind die Transformatoren. Die würden dabei durchgeschlagen und man kann nicht Zehntausende von, also es sind ja so zimmergroße Kästen, da kriegt man keinen Ersatz, die werden nicht so schnell hergestellt. Da braucht man ein Jahr mindestens, um das nachzuproduzieren und zwischendurch ist es zappenduster. Also insofern sehr schöne Wildcard hier. Muss nicht unbedingt zu meinen Lebzeiten passieren, aber darüber nachzudenken. Ich habe es bei Stephen Baxter beschrieben. Ja, also ich
stimmt nicht alles, was schon beschrieben worden ist, aber es gibt auch einen Roman Blackout, aber ich weiß noch nicht mal genau, ob der darauf beruht oder auf was anderem. Jedenfalls die Kollegen vom Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendprognosen in Euskirchen, ein Fraunhofer-Institut, das bis vor wenigen Jahren ausschließlich für die Bundeswehr gearbeitet hat, die nehmen das auch ernst. Und das sind ja auch die, die die Elektronik gegen nuklear-elektromagnetische Impulse härten. So. Also, gut, aber das nur als Nebenbemerkung. Ja, und jetzt kann man sagen, ja, suchen wir jetzt in der Science Fiction, was finden wir da an Wildcards? Wäre ja möglich, dass es da einiges gibt und es hilft. Ach so, wir benutzen die mitunter Workshops, um die Leute zu motivieren, mal die eingefahrenen Denkpfade zu verlassen. Also ich hatte mal ein kleiner Workshop vor der Gerling Akademie, als Gerling Versicherung noch nicht am amerikanischen Asbest eingegangen war. Und waren sogenannte High Potentials gewesen. Also so wie ihr, junge Leute, große Karriere vor sich, so ein Potenzial. Und die High Potentials gefallen, was könnte denn Gerling am schnellsten kaputt machen? Und dann haben die einfach, ja, also mit dem amerikanischen Asbest, da kommt dann noch dieses und jenes, und haben sie aufgezählt, hat einer gesagt, wenn jetzt unsere beiden Vorstandsvorsitzenden gemeinsam einen Flieger sitzen und der abstürzt, dann ging ein großes Denken durch die Runde und zum Schluss waren sie sich einig, das wäre gar nicht so schlimm. Also, ja. Aber in der Pause habe ich mitgekriegt, die waren alle schon auf dem Absprung. Also die haben alle schon geahnt, es wird da nichts mehr in der Firma. Gut, so, weil gerade aus der Science Fiction ja massenhaft, also ich habe ja schon ein paar. Ich wollte noch eine Sache sagen, ja? Davor stand, ist es sinnvoll, nach unplausiblen und möglichen Wildcards zu suchen. Da war so viel in den Nachrichten, wo sie geklagt haben gegen den Teilchenbeschleuniger, der ein schwarzes Loch erstellen wird. Sowas kann ich mir vorstellen. Und darüber wurde ein gewaltiges Trara gemacht. Ja. Sowas taucht doch ständig auf. Wie unterscheidet man das von irgendwas, was sinnvoll ist? Als Physiker einschlagen ist auch so unwahrscheinlich. Ja. Das ist natürlich ein Problem, wie man die Grenzen zieht. Und ich bin als Physiker, ich kriege dauernd, kommen die Kollegen da. Also da haben gibt es einen Professor, in Mailand oder Turin, der hat das kalte Kernfusion geschafft und so. Und dann sagt sie, ja, und was hält man? Vergesst ihn. So, nein doch, also die müssen doch. Und so. Ja, also wir hatten vor 2 Jahren, da gab es eine irische Firma, die das schon zum Patent angemeldet hatte. 5 Jahre vorher war das. Also ist es perpetuum mobile, das kriege ich in meinen Lebzeiten nicht. So, aber ich muss immer sagen, ich habe vielleicht 10 Sachen, die ich so ablehne, wo ich sage, nach dem, was ich ein bisschen aus Physik und nicht nur Physik weiß, funktioniert das nicht. Physik ist immer das Sicherste. Dann sage ich, aber bei einer könnte ich mich irren. So, also das ist sozusagen diese Restunsicherheit, die bleibt. Und die Frage ist, wenn man in einem Workshop ist und so, welche Wildcards verwendet man dann, wenn man gerade im politischen Bereich arbeitet, wo man ja auch in unterschiedlichen Situationen denken muss, bringt man sie auf die Idee oder bringt man sie lieber nicht auf die Idee? Das kommt dann noch dazu, dass man vielleicht also beispielsweise, wenn man als Terrorist ganz böse sein will, die Menschheit wirklich stark schädigen, also man schafft es nicht, die großen Mächte zu einem Atomkrieg gegeneinander aufzuhetzen. Aber man könnte, wenn man genug Geld hat, beziehungsweise 1 Milliarde oder so, für Al-Qaida wahrscheinlich kein Problem, könnte man eine Rakete starten und dann einfach einen blöden Satellit, der nur aus Eisenpfeilspänen besteht, im Orbit platzen lassen. Und dann könnten wir dort einen sogenannten Kessler-Effekt auslösen. Das heißt, dass sozusagen ein Lawineneffekt sozusagen, die Pfeilspäne zu schlagen, hier was zu schlagen, da was, dann Platz her, Platz bis zum Schluss ringsrum sozusagen ein Schrottorbit um die Erde. Genau, so. Also das ist sozusagen die,
Also als Außerirdischer würde ich das als erstes, also würde ich nicht einzeln die Satelliten abschießen. So, das kommt ja mitunter vor. Nicht? Würde ich einfach ja alles laden. Na gut, du musst dann selber noch hoch oder runter kommen. Aber, also jedenfalls, ja, uns, aber solche Sachen würde ich dann eben nicht unbedingt in Arabien erzählen. So. So. Oder vor islamischen Kreisen in Württemberg. Den würde ich vielleicht damit drohen, dass der jüdische Messias wiederkommt. Da wird sie aber gucken. Das ist gemein. So. Okay, gut, darüber haben wir schon, das haben wir schon gesehen hier, was es da so alles an Möglichkeiten gibt. Und vieles davon rückt dann irgendwann in die Nähe. Das Merkwürdigste für uns war, wir haben doch 2002, 2003 das Buch über Wildcards geschrieben, Angela und ich. Da hat da drin eine Wildcard, Tuvalu verklagt die Vereinigten Staaten. Tuvalu, Inselreich irgendwo im Südpazifik, höchste Bergspitze einen halben Meter oder einen Meter über dem Meeresspiegel und die kriegen jetzt schon nasse Füße. So, und die reichen eine sogenannte Class Action Lawsuit, also die verbünden sich mit anderen und reichen eine Sammelklage gegen die Vereinigten Staaten als größten CO2-Emittenten ein. Die USA soll dafür bezahlen, dass sie dann nach Neuseeland umsiedeln oder Berlin oder wohin auch immer. So, tatsächlich ein paar Jahre später haben die USA verklagt. Also, die haben unser Buch mit Sicherheit nicht gelesen, obwohl es eine chinesische Raubkopie gibt. Aber chinesisch lesen sie auch nicht, Englisch ist es nicht gekommen. Naja, also. Wieso ist in Lebenserwartung 150 ein überraschendes Ereignis? Ja. Wir bewegen uns doch so langsam auf. Das ist auch krass. Ja, natürlich, weil dieser Trend. Also nicht für ein Einzelnen, sondern. Ja, ja, genau, das wäre Lebenserwartung bei Geburt im Schnitt der Bevölkerung 150 Jahre, halte ich in diesem Jahrhundert noch für eine Wildcard. Vielleicht am nächsten, also mal, wir hatten ja bisher, also ich muss mich ja mit solchen Trends auseinandersetzen, bis jetzt hatten wir, dass sich die mittlere Lebenserwartung bei Geburt pro Jahr in Deutschland oder anderswo industrialisierten Ländern etwa um ein Vierteljahr verlängert. Also in 4, 5 Jahren oder noch ein bisschen mehr Zugewinn von einem Jahr Lebenserwartung. Das ist ein wahnsinniger Erfolg von Hygiene, Ernährung, kein Krieg und nur Stress und keine richtigen Katastrophen. So, das ist so. Inzwischen haben wir Beispiele, wo es nicht mehr so vorangeht. Also oder wo man dann soziale Spaltung sieht. Also man hat in Deutschland haben wir inzwischen eine Spaltung, dass es da natürlich davon abhängt, was für eine Familie oder was für Verhältnisse man geboren wird, welche Lebenserwartung man hat. Das heißt, tendenziell geht die bei sozial benachteiligten, überernährten Genussmenschen runter. So. Also so. Ja, man kann es sowieso nicht beliebig extrapolieren, weil es eine absolute Obergrenze gibt. Es scheint eine Grenze so bei 120 plus zu geben. Muss man austesten. Also es gibt genug Leute. Ich habe ja einen erlebt. Also man erlebt dann als zukunftsforschender Science-Fiction-Autor Leute, die Science-Fiction leben. Aubrey de Grey, Gerontologe aus dem Vereinigten Königreich, den habe ich auf einer Veranstaltung erlebt, der hat gesagt, also, wir müssen die Immortality Escape Velocity erreichen. Also die Fluchtgeschwindigkeit in den Orbit der Unsterblichkeit, um es so auszudrücken. Und die Überlegung war folgendermaßen. Also, ich bin jetzt schon etwas alt und gehe zum Doktor und mit Hilfe der modernsten Medizin gelingt es dem, den Schrott zwischen den Zellen, den Schrott in den, also immer von Junk in the Cells, Junk between the Cells geredet, den ganzen Schrott wegzumachen. So. Und damit werde ich praktisch physisch 10 Jahre jünger, wenn das alles so richtig angeht. In 10 Jahren gehe ich wieder zu dem Doktor hin und der hat inzwischen bessere Technik. Und er fängt wieder an, den Junk in den Zellen und so weiter da wegzunehmen und repariert mich um 15 Jahre jünger. Und dann habe ich die Immortality Escape Velocity erreicht. Und das ist, was war das? Ein Biologe? Das war, nein, ein Gerontologe. Also ein Altersforscher, ja, hat so einen Bart, der Aubrey de Grey, könnt ihr nachgucken. Ein grundsätzliches Problem, weil diesen Müll kann ich beseitigen. Das mag gehen, aber es gibt ein
rein biologisches Problem. Ja, ja. Die Enden der DNA. Die Telomerase, beziehungsweise. Es gibt eine ganze Reihe solcher Sachen. Er hat ein völlig vereinfachtes Bild davon. Er hat auch immer gebracht, ja, das ist wie mit einem alten Mercedes Silver Ghost von 1910. Den kann man heute auch auf immer jünger reparieren. So ein mechanistisches Menschenbild, was er dahinter hatte. Sogar auf einen schon von 1905. Sogar auf einen von 1905. Richtig, aber dann hört es mit den Silberkurs langsam auf. So, klasse Auto. Okay, in einer unserer nächsten Erzählungen. Also, gut. Jetzt darf ich den Faden nicht verlieren. Ich war bei Aubrey de Grey und den Verrückten, auch in der Zukunftsforschung. Ich war mal auf einer Konferenz, das ist inzwischen 10 Jahre her, und da hat von einer die versammelten Zukunftsforscher, Zukunftsmanager aus Unternehmen gefragt, wer von ihnen glaubt denn, dass wir in absehbarer Zeit so etwas wie Unsterblichkeit erreichen? Haben die alle geglaubt, bis auf mich. So. Das heißt, als Science-Fiction-Autor ist man mitunter unter den Zukunftsforschern dann der einzig Normale. Der Spielverderber. Genau, weil ich die Sachen erfinde, die nehme ich doch nicht ernst. Das ist die Immunisierung. Und man muss halt in dem Erfinden gut sein. So. Ja. Und dann gab es mal ein Projekt, das ist das Projekt, bei dem wir die meisten Miesen gemacht haben. Das Akronym kann ich jetzt gar nicht entspüren. Doch, Interconnecting Knowledge for the Early Identification of Key Issues, Wildcards and Weak Signals, Shaping or Shaking the Future of Science, Technology and Innovation in the European Research Agenda. Das war der offizielle Titel, abgekürzt zu INO. Ja, ich weiß auch, wer schuld ist, aber der Name sagt ja niemandem was. Und da wurden dann wild durcheinander Wildcards und Weak Signals gesammelt. Das wurde überhaupt nicht mehr unterschieden. Ein großer Topf, über 1000 Stück. Dann wurde das ein bisschen ausgemessen. Also kam dreimal der Dritte Weltkrieg. So, also die, sozusagen die Klischees, die langweiligen und nicht undurchdachten Dinge. Und dann aber auch andere. Zum Beispiel haben wir dann eine gehabt, die traditionelle europäische Medizin erlebt einen Aufschwung. Also die europäische Klostermedizin, wir reden ja heute viel von traditioneller chinesischer Medizin, lass dich in den Rückenmark und in den Rücken stechen und so eine Sachen, oder nimm da irgendwelche Pülferchen aus Mäusekot und so fort, was sie da alles haben. Und das konnten unsere Mönche ja auch. Und vielleicht sogar besser, also Hildegard von Bingen und was weiß ich wer alles. Und das sollte die EU fördern, war dann unser Vorschlag gewesen. So. Klar, schlafen bei mir gerade auf Steinbein. So, also jedenfalls, das gibt es übrigens noch, da könnt ihr reinschauen in einer Futures EU und dann in die Datenbank der Weak Signals und Wildcards. Gut, das nächste, sind wir hier schon? Ja, das ist, ich bin auch schon fast auf der Zielgeraden. Ja, mitunter benutze ich als Zukunftsforscher Science-Fiction-Mittel, nämlich wenn ich narrative Szenarien schreibe. Narrative Szenarien sind erzählte Szenarien, sind Szenarien wie kleine Science-Fiction-Geschichten oder ein bisschen vereinfachte Science-Fiction-Geschichten, wir wollen ja niemanden überfordern. Und dafür gibt es einen bestimmten Ablauf, wie man dazu kommt. Den hat Robert Gassner mit mir entwickelt. Das ist ein Freund und Kollege am IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung hier in Berlin. Und also zuerst sucht man die Ideen zusammen in einem Workshop mit vielen Leuten und dann macht man ein Exposé, was soll überhaupt drinstehen im Szenario. Dann entwickelt man ein Storyboard, Personen und wie läuft die Handlung, also wie beim Film, daran haben wir das angelegt und dann wird es geschrieben und dann gibt man das an die Leute und bittet die um Feedback, aber schreibt gleichzeitig hin, dass nicht alles berücksichtigt werden kann, denn sonst wird es eine never ending Story, da hat jeder, ihr kennt das ja, wenn man über Geschichten diskutiert, jeder würde die Story anders schreiben, anderes Ende ranmachen und so, und wenn man das dann noch mit lauter Professoren macht, ist fürchterlich. Also gut, und dann können die zum Schluss ausgewertet werden. Auch da haben wir da eine ganze Menge vor 10 Jahren im sogenannten Futurprozess entwickelt. Wir können übrigens hier auch ein bisschen Anschauungsmaterial rumgehen, das sind nicht alles nur Szenarien, aber wer Lust hat, kann da ein bisschen oder da auch dann reinschauen. So, und
kürzlich in jüngster Zeit habe ich in zwei solchen Prozessen teilgenommen, wo ich dann gar nicht groß mit anderen da zusammengearbeitet habe, das hält einen immer so auf, sondern wo ich die faktisch selber geschrieben habe. Das einmal war für das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit und da ging es nun darum, dass man versucht, einen Sicherheitsbegriff auszuweiten, also von Terrorismus bis Erdbeben alles drunter zu bringen, weil zum Teil die gleichen Kräfte reagieren müssen und so fort. Und wir haben uns dann vier Fälle ausgedacht, zu denen ich Szenarien geschrieben habe, also Banken 4 Tage offline. Das fängt harmlos damit an, dass die Bankautomaten sich verzählen, weil sie einen Softwarefehler haben. Dann muss ein Update gemacht werden. Durch das Update werden die erst recht lahmgelegt, dann wird übers Wochenende schnell noch etwas gepatcht und nach ein paar Tagen stehen alle Banken still. So. Das, also wie man sich das so... Die Leute, die mit Finanzinformatik zu tun haben, die haben natürlich gesagt, das kann nie passieren. Ja, klar. Gut, dann, die sichere, niemals nie, hat schon James Bond gesagt. Genau. Dann die sichere Stadt, eine Stadt, die so gespalten ist, einerseits in einem Hochsicherheitsteil, überall mit Kameras und so fort. Total langweilig, aber halt sicher. Und dann sozusagen die Außenbezirke, wo all diese Volk mit den Hunden und die Raucher und so weiter da leben. Also so und dort, wo aber dann das richtige Leben stattfindet, war dann so unsere Meinung gewesen. Risikokommunikation unter dem Gefrierpunkt. Was passiert, wenn der Winter mal nicht ausfällt, sondern wir 3 Wochen lang in Deutschland minus 15 Grad plus Schneefall haben. Plus Schneefall. Wenn irgendjemand dann nicht mehr durchkommt. Also die Lebensmittellager in den Städten, die halten 6 Tage. Dann ist da alles leer. Und kann man dann was organisieren? Und auch hier wieder ein Problem Kommunikation, einerseits zwischen den Einsatzkräften, andererseits mit der Bevölkerung. Was untersagt man den Leuten? Wie reagieren die Leute? Und also kommt dann schon mal. Und dann haben wir noch eins, weil wir uns immer alle über die Sicherheitskontrollen an Flughäfen ärgern, haben wir geschrieben, wie schön es doch auf dem Flughafen wäre, wenn das alles wegfallen würde und wenn man da eine intelligente Lösung hätte. Das heißt, dass da einfach gut ausgebildete Leute rumlaufen, die ansehen, ob jemand was Böses im Schilde führt oder nicht. Das ist Methode Israel, also die Israelis, die gucken sich die Leute, also die dann reinkommen, ganz genau an und beispielsweise heraustretende Halsschlagader heißt, der hat Stress, also mutmaßlich Terrorist, den müssen wir näher befragen. So, also mit guter Menschenkenntnis, die werden richtig geschult. Während das bei uns, das sind so diese 5 Euro die Stunde Kräfte, die da wirklich ein blödes Leben haben. Ich versuche die immer aufzumuntern, wenn ich durchgehe. Ich werde immer kontrolliert, weil ich den Gürtel nie abnehme. Aber und dann mache ich mein Witzchen mit ihm, dann ziehen wir ihn nach Schönefeld um und sowas. Und naja, also jedenfalls haben wir versucht, dass die Bevölkerung bereit ist, bestimmte Risiken zu akzeptieren. Risiko gehört zum Leben und es hat sich rumgesprochen, dass die größte Gefahr einer Flugreise bei der Anfahrt mit dem eigenen Auto liegt. Dass man dabei umkommt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, als dass man durch Flugzeugabsturz umkommt oder ähnliches. Also solche Sachen, also rationaler und abgekühlter Umgang mit Risiken. Verschwinden beim Fliegen ist modern. Ja. Verschwinden beim Fliegen ist modern. Ja. Mit dem ganzen Flugzeug verschwinden. Außerirdisch. Ja. Und es ist nicht in der Müllerdreieck. Ja. Gut. Ja, und dann gab es noch das Problem Festus, Foresight of Rewarding Security Transpose by Emerging Technologies, zusammen mit Freunden aus Israel. Und da ging es darum, nun neue Technologien zu identifizieren, also Technologien, die es noch nicht gibt, darauf zu untersuchen, welche Gefahren von denen ausgehen, die es noch nicht gibt. Und da haben wir dann. Das sind richtig kleine Storys geworden. Diese 4 Szenarien, einerseits Cyberinsekten greifen an, also Voraussetzung, Bienen sterben. Was macht man, wenn man keine Bienen mehr hat? Nur man lässt dann kleine Roboter rumfliegen. Nicht? Cyberbee gibt es inzwischen. Cyberbee, glaube ich, heißt es, findet man im Internet. Ganz jünger, gläserne Bienen. Richtig.
Richtig, kennt natürlich niemand. So, aber also die werden jetzt auch aus Plastik und nie aus Glas gemacht. Und dass die dann durch irgendeinen Fehler sich plötzlich auf Mensch und Tier stürzen und nicht mehr die Pflanzen bestäuben. So. Und was dann alles für Katastrophe wäre. Inzwischen eben gibt es erste Entwicklungen, die tatsächlich motiviert werden. Wir brauchen wieder Pollinators, wir brauchen Bestäuber und nehmen dafür technische, wobei Biologen sagen, so ein Wahnsinn. Die Vögel fressen dann vielleicht diese künstlichen Bienen und gehen drauf dran ein. Also das ist, also sie haben überhaupt nicht ans Ökosystem, an irgendeine freie Natur, habe ich auch nicht. Also an dieser genetische Erpressung, da soll in einem Parlament in irgendeinem Land soll ein neues Gesetz durchgebracht werden, das Gendaten schützt, also Datenschutz für DNS und ähnliches. Einer der Parlamentarier wird erpresst. Wenn du jetzt dafür stimmst, veröffentlichen wir deine DNS samt Auswertung. So. Lass uns das ein bisschen eskalieren und zum Schluss stimmt er für das Gesetz und die machen die Erpressung wahr, aber er hat gewusst, dass ihm das nur Stimmen einbringt. Da steht nämlich drin, er hat eine 50-prozentige Chance, Alkoholiker zu werden. Und damit ist er einer der normalen Leute. So, also das hat ihm Stimmen gebracht und nicht gekostet. So, ja. Und inzwischen habe ich erfahren, dass wenn der amerikanische Präsident irgendwo rumläuft, hinter ihm die Security-Leute dann das, was er angefasst hat und so weiter, einsammeln, um seine DNS-Spuren sozusagen möglichst einzufangen. Also ich habe es nicht verifizieren können, muss ich sagen. Ich habe das nur mal so als Nachricht über drei Ecken bekommen. Also dass man tatsächlich schon sozusagen individuelle Bioproben unter Verschluss hält. So. Früher hätte die Straße was draus gemacht. Gut, also lassen wir hier die anderen beiden also und kommen zum Fazit. Ich habe ja lange genug erzählt. Und das ist so ein bisschen auch wieder so eine Unmöglichkeitsliste von mir. Da habe ich vor vielen, vielen Jahren mal Fans auf einem Con in Nordrhein-Westfalen geärgert. Da habe ich dann gesagt, Technologien, die wir nie bekommen werden. Und habe die dann so runter erzählt. Nein doch, und wie kannst du nur als Science-Fiction-Auto suchen? Du musst doch wissen. Und früher hat man gesagt, nie kann ein Ding schwerer als Luft fliegen. Und wie kann man nur so borniert sein? Sorry für die Übersteuerung. Und ja, sage ich so als Physiker, oder ich kann da zu jedem Einzelnen hier ein bisschen was erläutern. Und bei Warp-Antrieb weiß ich, da braucht man für die Warp-Blase ungefähr die Energie eines Universums. Geht ja im Prinzip. Also, unmöglich. Ja, und ich habe aber damals eigentlich 10 Stück gehabt. Dann habe ich gesagt, also okay, ich gebe zu, bei einem davon kann ich nicht irren, aber 90% Trefferquote möchte ich hier haben. So, gut, würde ich auch sagen, bei einem. Was ist denn Nürnberg gekriegt? Einspeicherung von Gedächtnisinhalten, okay. Elektronen. Dass das hier, wie in Matrix, wo die den Hubschrauber steuern soll, sagt, sie kann es nicht und kriegt dann zack die Information. Genau, so ist es. Das, was wir schon vor vielen Jahren mit unserem Schand dann gedacht haben. Genau, so ist es. Aber dann sind bloß die Steuerdaten drauf. Also, okay, gut. Ich habe dann auch mal verglichen. Also Ziele sind unterschiedlich, die Adressaten sind unterschiedlich, Herangehensweise ist auch unterschiedlich, wobei man als Science-Fiction-Autor natürlich auch schon ein bisschen Methode hat, wenn man so seine Gedanken dann durchspielt und als Zukunftsforscher auch durchaus kreativ sein kann. Die Fragen sind ein bisschen anders. Als Autor will ich eine schöne Geschichte erzählen, es muss spannend sein, Pep dahinter, muss originell sein, muss diese Sense of Wonder tragen und so weiter. Also das Schlimmstmögliche ist gerade gut genug, während das man als Zukunftsforscher dann immer sucht, ach, das ist ein gutes Geschäftsmodell, mit dem kann man ja Dingsbumse verkaufen und so weiter. Also sozusagen auf eine positive Zukunft relativ harmlos hinorientiert ist. Ja, aber mein Petitum ist dabei, dass die Science-Fiction doch das bessere Menschenbild hat, wenn irgendwas schiefgehen kann oder missbraucht werden kann. Das schafft man schon. So. Als Zukunftsforscher denkt man da möglichst nicht dran, sondern versucht es alles nachhaltig, zukunftsfähig und eben für Sonntagsreden geeignet zu machen.
Kleines Fazit vielleicht noch, also es ist die Literatur unserer Zeit, nach wie vor stehe ich dazu, es ist unser Zeitgeist, Science-Fiction-Geist, unser Zeitgeist. Sie bringt durchaus Technologien, die wir noch bekommen werden, in lauer Position. Man weiß aber nicht, ob sie dann zuschnappen. So, Leitbilder hatte ich gesagt, Wirkung und Folgen und vor allen Dingen ein Mittel, um über Dinge zu debattieren. Das ist vielleicht die positivste Wirkung von Science Fiction. Anhand von Bildern aus der Science Fiction, von Romanen kann man bestimmte Sachen diskutieren, kann auch ein breiteres Publikum mitreden. Und wenn nur die Forscher das versuchen würden, den Leuten zu verklickern, wäre das so abstrakt, dass sie sich nichts darunter ausmalen können. Das ist so ein bisschen wie mit dem Testen von Geräten, die es noch nicht, oder Marktstudie zu Geräten, die es noch nicht gibt. Ich habe da mich mal mit einem Innovationsmanager unterhalten. Also wenn ich bei uns in der Firma was verhindern möchte, ja, dann mache ich eine Marktstudie dazu. Da frage ich die Leute. Und das ist was Neues. Da sagen sie, kenne ich nicht, weiß ich nicht, brauche ich nicht. So. Und da ist die Sache schon gestorben. Und allenfalls, man kann ihnen Prototypen in die Hand drücken. Und auch das macht die Science Fiction. Da gibt es die berühmten diegetischen Prototypen, die beispielsweise im Film vorgebracht werden. Etwa, das Weltraumklo in 2001, eine Weltraumodyssee. Da gibt es ein schönes Bild, da steht der Held vor dem Eingang zu dem Weltraumklo und da liest er die Instructions, Bedienungsanleitung. Erst den Hebel ziehen, dann den Hebel ziehen oder irgend sowas. Oder die nutzen da drin sowas wie Tablet-Computer 2001. Du hast so kleine, tatsächlich so tablet-förmige, deswegen gab es dann, als es einen Rechtsstreit zwischen Apple und Sony gab, nee, war nicht so, das war HTC. Samsung und Apple. Hat Samsung gesagt, na bitteschön, gab es doch schon im Film. So. Gar nicht Sony oder gar nicht Preview-Design, sondern Science-Fiction-Design von den Science-Fiction-Consultants, die damals mitgewirkt haben. Und der gute Stanley Kubrick, der hat ja Dutzende Wissenschaftler wirklich eingeladen, mit denen diskutiert, sich von denen beraten lassen, damit er realistische Bilder der Zukunft malen kann. Also insofern, Science-Fiction stellt mitunter auch ganz konkrete Dinge schon zur Debatte, die es noch nicht gibt, und zeigt den Entwicklungen, wo es hingeht. Und ich habe so viel über Arthur Clarke gesagt, dass sein berühmtes drittes Gesetz eine genügend weit entwickelte Technologie ist, von Zauberei zu unterscheiden. Ja, damit bin ich auch am Schluss. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. So, jetzt ist noch Zeit für Fragen. Mach aus, damit er sich irgendwie. Nee, mach doch nochmal eine andere. Diese Kurve, wo du gezeigt hast. Die sich so überschneidet? Nee, wo die Science Fiction anfängt und wo das aufhört mit Dissertation, wo das Thema dann vorbei ist. Was war nochmal Schulfunk? Ja, genau. Ja, das ist die mit dem Schulfunk. Ja, das ist die war. Vor der Dissertation. Wir müssten hier bei den schwachen Zitaten. Genau, da ist es, ja. Also Science Fiction, dann die Manuskripte und dann die Fachzeitschriften. Und als erste kommt schließlich der Wissenschaft. Das war ja klar, weil die habe ich nämlich mitgebracht. Ja, wow. Hier, die aktuelle Ausgabe. Nicola. Und 50 Jahre gibt es das Ding schon. Ich weiß nicht, okay, wer das liest. Aber die habe ich mal zufällig in die Hand gekriegt. Und da ist genau das zum Thema drin, worum es heute Abend ging, nämlich ein gewisser, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Andreas Eschbach. Ah ja. Love Hacking oder Liebe im Jahr 2064, also in der 50-Jahres-Ausgabe, da 50 Jahre weitergedacht. Das sind so diese Szenarien. Love Hacking. Das ist dann so eine Ergänzung zu deinen Roboter-Geschichten. Ich glaube, die Ausgabe muss ich mir anschauen. Das Roboter-Szenarien. Also hat noch keiner mitgekriegt. Ne? Aber ich weiß nicht, wie das ist, aber steht da an erster Stelle, wo es da erst noch Der Wissenschaft. Hast du das auch nicht? Bist du so wie der Bildleser? Gibt es auch? Naja, also es ist von 83 diese Darstellung. Da kann sich natürlich die Reihenfolge heute etwas verändert haben. Ja, aber offenbar nicht. Ich hätte noch eine Frage zu den Wildcards. Da war einer, wo ich mir auch nichts, da stand Zero Energy oder irgendwie sowas. Ja, das ZBM. In welchem Film wird es benutzt?
haben die alle, also die Nullpunktsenergie des Vakuums wird da angezapft, also das unser Vakuum ist ja, könnte ein metastabiler Zustand sein, gibt es noch einen etwas tieferen und diese Differenz wird dabei ausgenutzt, insofern praktisch so wie eine Art Perpetuum mobile, nur mit schicker Erklärung dazu. Und ich weiß nicht, war es in irgendeinem von diesen Stargate-Klons oder so, dass die da, doch ich glaube, Stargate benutzen, die ZPMs heißen die dann, Zero Point Machines. So. Und das sind die unerschöpflichen Energiequellen, also vergiss die Lithium. Das ist so. Das ist gut. Ja, es wird ernsthaft diskutiert. Ich war vor ein paar Jahren auf dem Jahrestreffen der World Future Society, also der amerikanischen Gesellschaft in Washington, und da hat ein Herr Bushnell ehemals bei der NASA über künftige Energiesysteme vorgetragen, also die ganzen Regenerativen und Batterien und sowas, aber hatte eben auch als Möglichkeit das ZPM gehabt. Ja, das war das Interview und der Vortrag von Karl-Heinz Steinmüller, den er im SF-Club Andimon am 13.03. dieses Jahres, also 2014, gehalten hat. Ich hoffe doch, ihr hattet sehr viel Spaß bei den Inhalten, habt sehr viele tolle neue Sachen gelernt, speziell alles in Bezug auf Zukunftsforschung, und habt jetzt so ein bisschen Eindruck, warum Zukunftsforschung durchaus Sinn macht und nicht irgendwie nur so ein kostenteurer Zeitvertreib. Falls ihr jetzt Geschmack dran gefunden habt an den Vorträgen von Karl-Heinz Steinmüller oder ihr irgendwie für eure Veranstaltung gern einen Vortrag haben wollt von ihm, er hat auch noch andere Vorträge im Petto, und wenn ihr zu ihm Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das auf der Webseite von ihm auf Steinmuller, also nicht im Ü, steinmuller.de, Muller. Und da könnt ihr ihn einfach kontaktieren und einfach mal einen Vortrag in einem weiteren Rahmen, auch aus verschiedenen anderen Themenbereichen zum Thema Science Fiction, ja, ihn halten lassen. Er hat ja schon ein bisschen was während des Vortrags und während des Interviews angedeutet, dass welche anderen Themengebiete er auch noch macht. Könnte also sehr interessant und unterhaltsam werden. Das war's mit der diesmaligen Special-Episode von Fantastica. Weitere Informationen und auch die Shownotes zur Sendung findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.messputine.de. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, auch Buchtipps und ähnliches könnt ihr mir auf die Art geben. Ihr könnt dort auch flattern oder auf andere Art und Weise die Sendung finanziell unterstützen, sodass ich vielleicht auch in Zukunft den einen oder anderen interviewen kann und ich dort ein bisschen so die Reisekosten wieder reinkriege. Das wäre schon ganz cool. Wenn ihr wollt, es hängt natürlich von euch ab. Was könnt ihr noch tun? Ach so, ihr könnt natürlich auch über Facebook mit mir in Kontakt treten unter facebook.com/messputine und auch unter twitter.com/messputine. Und ich denke mal, da habt ihr dann alles an genug Möglichkeiten, um ja Feedback zu geben und Vorschläge zu machen und ja, wenn ihr Fragen habt, auch darüber dann Fragen stellen. Ja, bis zur nächsten Episode von Fantastica. Aus den Weiten des Kosmos grüßt euch Meo Mesputin an der Sprechgarnitur. Bis denn. Fantastica.